Okay, let's get started. And you bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuhörende, liebe Star Wars FreundInnen. Willkommen in der 53. regulären Folge von Bucketheads. Heute mit dabei Sarah und Nicolas. Und ich bin Kevin Arnold. Bevor ich sage, was wir heute genau machen mit unserem Thema Frauen in Star Wars, Untertitel Hoffnung und Hass, lasst uns erstmal miteinander bekannt machen. Wer spricht hier also? Sarah, erzähl mir was über dich. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Kevin. Mein Name ist Sarah, ich bin Politikwissenschaftlerin und ich beschäftige mich im Rahmen meiner Arbeit an der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den USA. Und die Verbindung von Star Wars mit Politik und gesellschaftlichen Debatten ist ja fast immer ein aktuelles Thema. Das heißt, hier passen meine beruflichen und privaten Interessen ganz gut zueinander. Die Star Wars-Filme selbst gucke ich jedes Jahr ganz traditionell zum Jahreswechsel. Eine sehr liebgewonnene Tradition. Im Moment ja nicht. Und du meinst im Kino oder meinst du jetzt auch, wenn es nicht im Kino läuft, guckst du sie trotzdem zu Hause an? Nein, auch wenn es nicht im Kino läuft. Alle zu Hause sozusagen im Home-Cinema, auf der Couch, immer so zum Jahresende. Wie gesagt, das ist so eine Tradition, die sich entwickelt hat. Meine Favoriten vorweg sind schon mal The Last Jedi und Rogue One. Da wissen alle vielleicht auch schon so ein bisschen, wo ich stehe. Genau, und das passiert immer ja zum Jahresende. Wir haben ja so ein bisschen gemeinsam, dass wir uns beide sehr stark für die USA interessieren und die Politik und so. Das ist auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, das und du bist Star Wars Fan und hast du auch so ein bisschen so einen speziellen Blick auf Frauen und Emanzipation in deinem Job? Ja, das würde ich schon sagen. Also ich versuche das einfach immer alles auch miteinander zu verbinden. Also es gibt ja diesen Begriff auch, da kommen wir bestimmt ja auch nochmal drauf zurück zu sprechen, der Intersektionalität. Also wie hängen auch verschiedene Sachen zusammen? Also nicht nur Geschlecht, sondern auch natürlich Sachen wie Ethnie, wie Genderidentität, ja, wie sozioökonomische Fragen. Das heißt, wenn man sich so mit politischen Problemen und Herausforderungen in den USA beschäftigt, ist es natürlich schon wichtig, auch so einen ganzheitlichen Blick auf die Lage zu haben. Und klar, da ist natürlich auch Feminismus, die Frage Frauenpolitik etc. in den USA auch ein großes Thema, ein großer Aspekt des Ganzen. Und vielleicht, was privat auch noch dazu kommt, ich bin die älteste von 5 Schwestern. Das heißt, ja, it is what it is. Das wurde mir natürlich dann auch so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, dass ich, wenn ich mir bestimmte kulturelle Produkte angucke, natürlich auch nachdenke, ja, wie wirkt das vielleicht auf meine jüngeren Schwestern? Gerade die Jüngsten sind im Teenageralter. Was sehen die? Was macht das mit ihnen, wenn sie bestimmte Szenen, bestimmte Filme sehen? Das heißt, das ist natürlich auch, wie gesagt, diese persönliche Komponente für mich einfach nochmal auch wichtig. Danke, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Nicolas, auch dir willkommen. Ja, hallöchen. Schön, dass wir uns auch mal im Podcast hören. Sag doch mal kurz, wer du bist. Ja, wir kennen uns, weil ich der Hofkomponist, glaube ich, jetzt bin von Bucketheads. Ja. Und ja, ich bin vom Hause aus eigentlich promovierter Germanist und arbeite jetzt als Dozent für Deutsch als Fremdsprache und mache auch nebenbei Musikproduktion. Hier gibt es jetzt keinen direkten Star Wars-Bezug in meiner beruflichen Laufbahn, aber ich würde sagen, ich bin seit 1990, also meiner Geburt, Star Wars-Liebhaber und habe mich auch während meines Studiums mit Queer Studies und Gender Studies ein bisschen auseinandergesetzt und habe jetzt auch das Interesse in der letzten Zeit, die Filme unter diesem Gesichtspunkt zu schauen, zu analysieren, zu sehen, was passierte eigentlich in meiner Lieblingswelt, in meinem Lieblingsuniversum. Das war auch ein wichtiger Grund, warum ich dich eingeladen habe. Deswegen schön, dass du es angenommen hast. Ich muss es nochmal ausdrücklich sagen. Du hast gesagt, du bist der Haus- und Hofkomponist von Bucketheads. Du bist mein persönlicher John Williams. Also du hast mit der Darth Bane-Folge fing das an, ne? Hast du die Musik beigesteuert, weil es gab ja keine Darth Bane-Themen, die ich irgendwie einbauen könnte. Und dann habe ich dich gefragt, ob du das vielleicht machen kannst. Und das war sozusagen der Anfang. Und inzwischen die Verpackung im Podcast. Das, was ich mir immer gewünscht habe, dass ich das mal habe, dann irgendwie so um die 50. Folge rum, hatte ich dann endlich mal ein Intro. Und ob du es willst oder nicht, es wird immer mehr kommen von mir. Ich freue mich drauf. Ich freue mich unter anderem auf die nächste Quizfolge. Das wird fantastisch. Also
danke für deinen Einsatz. Schön, dass auch du heute da bist. Wir haben viel zu besprechen. Ich will noch mal kurz, bevor wir noch ein bisschen weiter plaudern, unserem Publikum sagen, über was wir genau heute sprechen, weil der Titel alleine reicht ja nicht, um das zu umreißen. Also wir knüpfen so ein bisschen an Folge 50 über Jyn Erso. Wir reden über Frauen in Star Wars und das erstmal ganz subjektiv. Welche Figuren haben wir besonders lieb? Und dann etwas systematischer, wie werden Frauen in Star Wars repräsentiert? Wie fortschrittlich ist Star Wars in seinem Frauenbild? Und welche Maßstäbe und Kriterien kann man da vielleicht auch anlegen? Also ganz weg von dem individuell Subjektiven. Ich möchte mit euch auch darüber reden, warum wir überhaupt darüber reden. Warum sollte man sich, wenn man sich mit Star Wars beschäftigt, auch über Themen unterhalten wie Frauen und Emanzipation? Dazu gehört für mich auch ganz wichtig dieser Komplex Disney und die toxischen Fans. Stichwort Diskussionen um Menschen wie Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy oder Schauspielerinnen wie Kelly Marie Tran. Und gegen Ende würde ich gerne mit euch auch diese ganz leichte Frage diskutieren, wie kann das alles besser werden? Also ganz easy, hinten raus nochmal. Kein Problem. Was sagst du so? Wir lösen es heute. Wir lösen das alles. Den Sinn des Lebens und alle Probleme lösen wir alles. Wobei der Sinn des Lebens ist ja schon gelöst mit Douglas Adams. Also schaut euch mal um, ihr beiden in eurem Zimmern. Habt ihr da irgendwas rumstehen, das irgendwas mit einer Frau in Star Wars zu tun hat? Natürlich. Ja. Glück gehabt. Sarah, ja. Magst du anfangen? Ja, sehr gerne. Und zwar trage ich sogar ein T-Shirt gerade. Und zwar ein T-Shirt von der hervorragenden Padmé Amidala. Vielleicht auch kurz vorweg, damit die Zuhörenden das ein bisschen besser verorten können als Star Wars Fan. In erster Linie bin ich mit den Filmen vertraut, mit The Mandalorian als Serie mittlerweile. Ich habe jetzt angefangen, The High Republic zu lesen und arbeite mich gerade durch The Clone Wars. Also das nur so ein bisschen, dass man auch einordnen kann, wenn wir uns nachher im Detail über einige Sachen unterhalten. Und The Phantom Menace war 1999 der erste Star Wars Film, den ich gesehen habe. Interessanterweise, wie auch deine Gesprächspartnerin Sophie im letzten Podcast, auch mit meinem Vater, mit meiner jüngeren Schwester im Urlaub, damals der erste Star Wars Film. Star Wars an sich kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich war von Natalie Portman und ihrer Darstellung von Amidala als Teenager einfach gleich gefesselt. Also vielleicht auch gerade, sie war die einzige weibliche Figur wirklich in dem Film, mit der ich mich identifizieren konnte, abgesehen von Anakins Mutter. Aber natürlich auch ihr cooles Auftreten, also die beeindruckenden Kostüme, die Action-Szenen. Sie plant den Angriff auf den Palast in Naboo mit, sie lässt sich nicht einschüchtern und so weiter und so fort. Das hat mich damals schon sehr angesprochen. Später kam noch eine weitere Wertschätzung für ihre Rolle dazu, und zwar für ihre Rolle als Politikerin. Ich habe es erwähnt, ich habe Politikwissenschaft studiert. Und Padmé war für mich einfach jemand, sie war weder Jedi noch Sith noch irgendwelche anderen besonderen Fähigkeiten konnten bei ihr verortet werden, sondern sie ist in erster Linie Königin, auch Senatorin, die versuchen muss, zwischen diesen verschiedenen Gegensätzen zu agieren. Ja, also in einem kaputten Senat, in einem mehr oder weniger kaputten System muss sie verhandeln, sich positionieren. Sie kämpft gegen den Military Creation Act und auch ganz wichtig, sie tritt sehr oft, jedenfalls in den ersten beiden Teilen, auch in Revenge of the Sith, in der dritten Episode, auch für die Demokratie ein. Ja, auch wenn es schwierig ist, auch wenn sie Gegenspieler hat. Das ist teilweise sehr komplex und messy, aber auch gerade, denke ich, im heutigen politischen Kontext einfach enorm relevant. Und vielleicht noch ein, zwei andere Punkte, die ich auch sehr spannend fand. Sie ist auch eine Person, sie kann Macht abgeben. Ja, es gibt ja einmal diese kurze Debatte, dass sie als Königin keine dritte Amtszeit antritt, obwohl es das Volk anscheinend gerne gehabt hätte. Also sie schafft hier einen, wenn man das ein bisschen überdeuten will, vielleicht sogar einen demokratischen Präzedenzfall, ähnlich wie damals George Washington in den USA als erster Präsident. Und das hat sie für mich einfach sehr herausgestellt als Figur. Einige Sachen, auch da kommen wir später bestimmt nochmal drauf zurück, blende ich jetzt mal hier so ein bisschen aus. Auch ihre Beziehung zu Anakin, das frustrierende Ende für ihre Figur in Revenge of the Sith. Aber es gibt einfach viele tolle Szenen mit ihr. Da ist zum Beispiel die Szene mit Anakin auf Naboo, in der Anakin ja eigentlich nach einer starken Führungsfigur ruft, ja, und sie ganz klar benennt, was er damit meint, nämlich eine Dictatorship, eine Diktatur. We need a system where the politicians sit down and discuss the problem. Agree what's in the best interest of all the people, and then do it. That's exactly what we do. The trouble is that people don't always agree. Well, then they should be made to. By whom? Who's gonna make them? I don't know. Someone. You? Of
course not me. But someone. Someone wise. Sounds an awful lot like a dictatorship to me. Da widerspricht sie gleich. Das lässt sie nicht auf sich sitzen, diesen Blödsinn, den er da erzählt. Ganz genau. Sie fragt dann noch so ein bisschen, fragt ihn ja auch noch so ein bisschen aus und stellt dann auch gleich eigentlich klar, was sie davon hält. Natürlich, da liegt auch eine gewisse Ironie drin, denn sie lässt sich ja letztendlich auch wie Jedi von Palpatine täuschen. Also sie sorgt natürlich auch mit ihrem politischen Handeln dafür, dass er das Palpatine mehr Macht erhält. Aber auch aus politischer Sicht fand ich ihre Auftritte im Senat so hervorragend. Also sie hat ja verschiedene Momente hier und da gibt es eine Ansprache sozusagen, als sie die Vote of No Confidence einleitet. I will not defer. I've come before you to resolve this attack on our sovereignty now. I was not elected to watch my people suffer and die while you discuss this invasion in a committee. Das sind für mich sehr ikonische Szenen, muss ich gerade sagen, die vielleicht auch gerade im Kreis von PolitikwissenschaftlerInnen immer sehr oft zitiert werden. Und da komme ich dann auch zu meinem letzten Zitat natürlich. Die wahnsinnig gute Szene mit ihr, als Palpatine die Gründung des Empires verkündet. The Republic will be reorganized into the first galactic empire. Und sie wirklich mit einem sehr resigniert, sarkastischen Ton einfach sagt so, so this is how liberty dies. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Und das hat einfach diese Verbindung, also meine Erfahrung mit Padmé Amidala als Teenagerin und dann auch einfach später diese politischen Kontexte, habe ich mich sehr, ja, an ihrer Figur erfreut. Und zum Abschluss würde ich aber gerne noch sagen, man muss natürlich auch sehen, sie ist keine fehlerfreie Figur. Ja, sie ist fehlerhaft. Sie ist auch auf viele Arten privilegiert. Also in Phantom Menace in Episode 1 ist sie überrascht, dass es noch Sklaverei im Outer Rim gibt. Sie wird ja auch von Palpatine teilweise manipuliert. Auch ihre visuelle Darstellung, diese Kleidung und das Make-up in Star Wars, gerade auch in Phantom Menace, ist das natürlich auch sehr angelehnt an bestimmte kulturelle asiatische Elemente. Also ihre Kopfbedeckungen sind ja fast identisch mit mongolischen Kopfbedeckungen. Das heißt, es gibt auch verschiedene problematische Aspekte an ihrer Figur, die man diskutieren kann. Und KulturwissenschaftlerInnen sehen Padmé teils auch als eine eher wenig herausfordernde, eine sehr heteronormative Repräsentation von Frauen, ja, die zudem noch in einer Situation voller männlicher, häuslicher, toxischer Gewalt am Ende steckt in Revenge of the Sith. Mhm. Aber gerade das Ende ihrer Figur in Revenge of the Sith und ich glaube auch einfach, wie schlecht teilweise leider die Figur auch geschrieben wurde vom Drehbuch her, hat damit viel zu tun. Und da können wir noch viel, ja, auspacken in dieser Sendung dazu. Du hast mich ein bisschen rechts überholt oder links überholt. Die Seite kannst du dir ausruhen. Ich wollte noch so ein bisschen plaudern, aber du bist gleich sozusagen auf deine Lieblingsfigur eingegangen. Du musst dich nicht entschuldigen. Jetzt sind wir halt gleich mittendrin. Lass uns bei Padmé bleiben. Ich finde es spannend, dass du sie so ein bisschen auch als Inspiration beschrieben hast für dich. Und ich finde, dass sie auch angelegt ist in vielen Bereichen schon, dass sie unbedingt ähnlich sein soll wie ihre Tochter Leia später. Also die ist schon sehr früh in Verantwortung. Mit 14 wird die Königin und dann schlägt sie sich durch diese Männerwelt, genau wie Leia. Und auch genau wie Leia ist sie oft on top of things, so wie Obi-Wan das wortwörtlich sagt in der Arena von Geonosis. Just relax, concentrate. What about Padmé? She seems to be on top of things. Genau wie Leia durchblickt Padmé Situationen. Während die Männer da noch rumstehen und labern, löst sie die Situation schon. Ja? So ist es. Ja, das ist also wirklich stark. Ja, und es wird ihr natürlich, das muss man auch ansprechen an dieser Stelle, in der Arena damit gedankt, dass ihr das Oberteil zerrissen wird und sie bauchfrei weiterkämpfen 20 Minuten muss. Und lang. Genau. Was George Lucas gerne macht mit seinen Frauen. Also, wenn ja, das Gefühl habe ich auch. Die Frage ist, darf man das oder darf man das nicht? Die Frage ist, macht es Sinn in der Story und für wen wird es gemacht? Und hier war es einfach so offensichtlich, wie dieses T-Shirt zerrissen wird, dass es wirklich ja noch auch wie ein cooles, heißes Outfit aussieht. Also es hat einfach komplett, meiner Ansicht nach, keinen Sinn ergeben, vor allen Dingen, weil sie auch die Einzige ist, der das passiert. Also Anakin kämpft nicht oben ohne in der Arena. Ja, wenn du dir die Szene in Slow Motion ansiehst, wie dieser Rattentiger ihr Oberteil zerkratzt, ist es unlogisch, wie dieses vollkommene Top plötzlich zu einem ja bauchfreien Top wird. Es macht allein keinen Sinn, wie das passiert. Und ganz genauso genau. Dein Postulat, vielleicht könnte das auch einem anderen männlichen Darsteller passieren, damit wir auch etwas davon haben. Ist auch eine Art von Gleichberechtigung. Ja, bitte.
Es gibt die Szene Anakin im Schlafzimmer oberkörperfrei, bevor er sich dann den Bademantel überstreift. Aber das ist von der Quantität her nicht zu vergleichen. Jetzt 14 Jahre Schauspielerinnen, zumindest bei Carrie Fisher ist das ja überliefert, die gesagt haben soll, hier zieh mich doch mal ein bisschen weiblicher an, George Lucas. Ist euer Argument jetzt gewesen, verstehe ich das richtig, das ist okay, aber es soll auch in der Story Sinn machen oder darf das einfach gar nie sein? Darf Weiblichkeit nicht auch verbunden sein mit Sexiness? Nein, also wir sind ja keine Sith. We don't deal in absolutes. Ich sag nicht, dass hier jeder verhüllt sein muss. Aber ich glaube, man muss einfach aufpassen, wie sind generell dann einfach Frauen dargestellt? Ich meine, wenn wir nur diese eine Frauenfigur haben, ja, auf der lastet dann natürlich auch enorm Druck. Die muss unglaublich viel darstellen. Die muss viel für viele Frauen, für viele ZuschauerInnen sein. Und wenn dann hier sowas passiert, was einfach auch zum großen Teil Klischee ist, dann habe ich damit ein Problem. Also wenn einfach diese Imbalance schon da ist, dass wir nicht dieses Gleichgewicht haben, auch an Figuren, und dass es dann auch noch diese Figur sein muss, die in einem Kontext, der gar nicht zusammenpasst sozusagen, dann auch noch so viel Haut zeigen muss, das ärgert mich dann einfach schon. Also das hat mich auch aus dieser Action-Szene, das hat mich auch ganz ehrlich aus der Story dann immer so ein bisschen rausgeholt, weil ich dachte, oh, okay, jetzt diese Szene. Ich habe weniger Probleme, wenn wir uns zum Beispiel Revenge of the Sith angucken, wo wir ja ganz klar sehen in Episode 3, sie wird als Ehefrau dargestellt, als Mutter in erster Linie. Und da ist sie ja auch sehr weiblich gekleidet. Also sie hat immer die Haare offen, sehr lockig, sie hat lange, ja, flowing dresses an. Das ist ja auch eine bestimmte Darstellung, weil man damit ihre Rolle zu diesem Zeitpunkt unterstreichen wollte. Da habe ich dann ein bisschen weniger Probleme mit, wie gesagt, als mit dieser Kampfszene. Die Frage ist natürlich auch, ist es praktisch? Also hat es wirklich Sinn, dass sie plötzlich dieses Outfit hat? Ich denke immer, du bist auf dem Wüstenplaneten, ich hoffe, du hast Sonnencreme dabei. Warum, genau wie Sarah es meinte, es gibt so wenig weibliche Figuren, die in George Lucas' Welt auftreten, und gerade wenn wir nur diese eine haben, eine weibliche Hauptfigur in dieser Szene, schauen wir natürlich ein bisschen kritischer auch darauf, wie mit ihr umgegangen wird. Und wenn sie plötzlich zu dieser sexy Biene wird, die dann auch aus dem Flugschiff fällt und auf dem Sand landet und sich hinlegt und eigentlich man ihre ganze Pracht sieht, dann geht es schon wirklich zu diesem Male Gaze rüber. Ganz genau. Wie betrachtet das männliche Auge bzw. der männliche Regisseur oder der Drehbuchautor diese Frau in dem Moment? Und das macht es eben schwierig, auch über Star Wars zu sprechen als Fan, weil auf der einen Seite lieben wir es, es ist ein bisschen lustig, aber dann wiederum, ach, muss das sein? Muss das sein? Wenn es nicht schadet, darf es sein. Aber wenn ihr sagt, es schadet eurem Sehvergnügen und eurer Betrachtung dieser wichtigen, zentralen Frauenfigur, ja, dann darf es eigentlich nicht sein. Darf ich das so als Quintessenz zusammenfassen? Eigentlich ja. Würde ich da auch mit Sache gehen, ungerne. Wenn wir anfangen, über dürfen und nicht dürfen zu sprechen, über weibliche Körper, dann, ich glaube nicht, dass das der vernünftige Weg ist, eine Diskussion zu führen. Mehr würde ich dann in die Richtung gehen, wie können wir es ändern, dass der Blick auf die Frau anders wird? Oder wer schreibt diese Figuren? Und wer könnte da vielleicht intervenieren? Sag mal, wir haben in den 90ern und 0er Jahren genug bauchfreie Frauen gesehen in Actionfilmen, Science-Fiction-Filmen. Vielleicht könnten wir einen anderen Weg gehen diesmal. Wie auch in der neuen Trilogie, wohlgemerkt. Genau. Und das Schöne an Star Wars ist ja auch, dass es ein sehr großes Universum ist, nicht nur im Sinne von, es gibt die Filme, sondern es gibt ja auch viel Begleitmaterial. Also wenn wir uns dann zum Beispiel auch Bücher ansehen, wie jetzt Queen's Shadow von E.K. Johnston, das Buch, das sich sehr mit Padme beschäftigt, auch mit ihrer weiblichen Entourage sozusagen, noch ohne Anakin im Blick zu haben. Hier haben wir ja auch nochmal ein anders gezeichnetes Bild von ihr, ja, wo sie aktiv ist, wo einfach nochmal viel mehr über sie, ihre Familie berichtet wird, über ihre Handlungen und so weiter und so fort. Ihren Austausch, auch ihre Beziehung zum Breha Organa. Also da wird ja auch noch mal ein komplexeres Bild gezeichnet. Und das, denke ich, das ist natürlich auch schön, dass es sowas gibt. Dafür bietet der Film natürlich nicht Raum und Zeit, sowas auch zu zeigen. Und deswegen die wenige Zeit, und da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, die die Frauen halt haben, on screen im Film, denke ich, sollte auch ordentlich einfach genutzt werden. Du wirst dich freuen, wenn du The Clone Wars weiterguckst. Du hast ja gesagt, du bist jetzt gerade dabei, dich reinzuarbeiten. Das ist in weiten Teilen, eine Padme wird perspektivisch breiter aufgestellt, ja. Serie.
du wirst Freude haben, weil die da als Politikerin stärker im Zentrum steht und ihre Beziehung mit Anakin andere Facetten kriegt, wo sie sich durchsetzen muss in Situationen, die durchaus alltagsnah sind. Da geht es um Eifersucht unter anderem. Und da hat Padme gehörig Oberwasser gegenüber Anakin und ist die souveränere und die sehr emanzipierte Frau. Also konkret, da greife ich, glaube ich, nicht zu viel voraus. Sie trifft auf einen alten Freund, der heißt Rush Clovis. Und sie kommt dann irgendwann in die Situation, dass sie sich entscheiden muss, spioniere ich den aus und muss dazu näher an den dran, an meinen alten Freund. Also der schwärmt auch für sie, er macht auch Avancen an sie, will also körperlich wieder mit ihr anbandeln. Und Anakin sieht das und wird total eifersüchtig und dreht total durch, prügelt sich auch irgendwann mit diesem Clovis. Und trotzdem entscheidet sich Padme, Anakin, ich weiß, du bist sauer, aber ich muss diesem Typen jetzt näher kommen, ich muss den ausspionieren, weil der ist möglicherweise einer von den Separatisten, einer von den Feinden. Und das stelle ich jetzt mal so über uns. Und das musst du aushalten. Und das ist eine starke, emanzipierte Frau für mich. Und das ist ein Teil, den wir im Film nicht sehen. Und ich kann dann als Zuschauer solche bauchfreie Szenen auch besser verzeihen, wenn ich das weiß. Wenn ich das im Hinterkopf habe. Absolut. Das mag sein, aber genau, hier ist natürlich dann auch wieder die Voraussetzung, du weißt ja auch sehr viel über Star Wars, also wir konsumieren ja noch diese zusätzlichen Angebote und wie gesagt, wenn ich jetzt mit meinen jüngeren Schwestern ins Kino gehe, die gucken ja jetzt nicht 7 Staffeln Clone Wars, ja, da ist es halt dieser eine Film, der auch für sich stehen muss, in einer gewissen Art und Weise und deswegen sehe ich das dann doch noch kritisch. Mhm. Zu Recht. Was ich mich noch frage ist, anders als Leia ist Padme ja keine erfüllte Heldin, sondern eine tragische Heldin, weil das, wofür sie gekämpft hat, erfüllt sich ja nicht. Also die Republik fällt, die Demokratie wird zerstört und ihre Liebe mit Anakin zerbricht insofern, als dass sie ihr Leben verliert an dieser Liebe. Also unerfüllte Hoffnungen und das, wofür sie gekämpft hat, zerplatzt. Das, wo sie Hoffnung gibt, der Galaxis, das sind ihre Kinder. Also Luke und Leia werden dann zur Hoffnung. Ist das ein Frauenbild, das euch Spaß macht, das euch glücklich macht, das euch inspiriert? So, Frau, gib Kinder in die Welt? Na, das ist ja eine sehr verknappte Darstellung sozusagen, was passiert. Und wie gesagt, ich will auch gar nicht, dass wir, ja, wie soll ich sagen, es geht ja um die Frage auch, was bedeutet Repräsentation? Ich sage jetzt nicht, eine gute Frauenfigur ist nur jemand, der auf den Tisch haut und der sich sozusagen im Senat durchsetzt und sich ja letztendlich hier auch diesen männlichen Figuren angleicht. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass wir facettenreiche, komplexe Figuren haben. Und ja, da gehört dann auch Ehe und Mutterschaft mit dazu. Ja, also deswegen natürlich gibt sie der Galaxie Hoffnung durch ihre Kinder etc. Das sehe ich auch überhaupt nicht negativ. Was mich geärgert hat bei Episode 3 ist einfach, wie schlecht das Drehbuch für sie war. Und das will ich jetzt hier niemandem zu nahe treten, George Lucas. Aber das heißt, ihre Figur ändert sich eigentlich komplett in dieser letzten Episode. Ja, wir sehen sie eigentlich kaum ihre luxuriöse Wohnung verlassen. Sie kämpft sich nur die Haare und guckt aus dem Fenster und ist enorm besorgt um ihren toxischen Boyfriend. Und das hat mich natürlich sehr geärgert, weil ich dachte, Mensch, was ist aus der Person geworden, die wirklich sehr aktiv aufgetreten ist, die auch teilweise die Handlung vorangetrieben hat in den ersten beiden Episoden. Und dann wurde auch dieses Thema, was ein interessantes, wichtiges Thema ist, Schwangerschaft, Geburt, Beziehungsgeflechte, das war eher so eine Art Krücke im Drehbuch, fand ich, ja, wie so eine Art Black Box. Also ihre Schwangerschaft erklärt dann alles, den irgendwie sie besucht nicht einmal irgendwie einen Gynäkologen in der ganzen Episode, um einfach mal zu fragen, geht's mir vielleicht gut? Ist überrascht davon am Ende, dass es Zwillinge sind und so. Also ich fand, das war einfach ein sehr clumsy Umgang mit dieser Thematik. Und das hat mich gestört. Nicht die Tatsache, dass sie Mutter ist oder nur, dass das vielleicht auch ihre Legacy ist. Das gar nicht mal so. Du siehst mich nicht heftig mit dem Kopf nicken. Ich gebe dir völlig recht. Und Nikolas hat ja auch gesagt, das hat er auch so empfunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es entsteht für mich ein kompletter Bruch in Episode 3, weil wir vorher wirklich diese aktive, kluge Politikerin erlebt haben, die Risiken eingeht und sich dann leider in den Falschen verliebt und schwanger wird und diese Schwangerschaft wirklich gut verträgt. Also wir sehen sie keines Mal irgendwie, dass sie Schmerzen hat oder erbrechen muss. Nein, nein, sie ist immer gut gekämmt in wunderschönen Kleidern, in ihrem luxuriösen Apartment.
und muss noch dazu die emotionale Arbeit von Anakin leisten und ihn beruhigen und ihn aus seiner Defensive locken. Es ist ein bisschen frustrierend, vor allem noch vor dem Hintergrund, dass eine potenzielle Handlung von ihr, also ein potenzieller Handlungsstrang, entfernt wurde. Das habe ich im letzten Podcast von dir erfahren, dass die Idee im Raum stand, dass sie eigentlich die Rebellion organisieren sollte. So die Anfänge der Rebellion. Zumindest, dass sie Teil davon ist. Ne? Also es finden sich, da gibt es auch eine gelöschte Szene, Menschen wie Mon Mothma und Bail Organa und andere finden sich zusammen in einem Hinterzimmer und planen schon sozusagen die Rebellion gegen Palpatine und da ist Padme dabei. Und das Argument von Lucas war, dass wir mussten das leider rausnehmen, weil es zu wenig zu tun hat mit Anakin. Genau. Ja, und ich würde sagen, das ist eigentlich symptomatisch dafür, was mit ihr passiert oder generell mit vielen Frauenfiguren, dass sie eben in Relation zu einer männlichen Person stehen müssen, damit sie eine gewisse Relevanz haben in der Handlung. Und das wäre wirklich ein guter Moment gewesen, sie nochmal aktiv einzubinden. Denn Obi-Wan macht auch sein Ding und läuft nicht mit Anakin zusammen rum. Also die beiden können separat existieren und ihren eigenen Missionen nachgehen, aber Padme ist dann reduziert auf das Kindergebären. Genau, was du jetzt gerade beschrieben hast, Nikolas, genau dafür gibt es ja auch einen Begriff in Filmstudies, das nennt man ja Fridging. Also dass sozusagen weibliche Charaktere, und da ist Padme jetzt einfach das Paradebeispiel in diesem Fall, genutzt werden, um die Entwicklung von männlichen Charakteren voranzutreiben. Und zwar in erster Linie dadurch, dass ihnen etwas zustößt, die Gewalt in irgendeiner Art und Weise, dass sie leiden, also sei es Vergewaltigung, sei es der Tod, und dass sozusagen diese Figur nur als Mittel zum Zweck besteht, ja, dass es nicht um ihren eigenen Charakter geht, sondern eigentlich nur darum, diese Entwicklung des männlichen Protagonisten voranzutreiben. Und das hast du eben sehr schön beschrieben und genau das haben wir ja einfach in diesem Fall mit Padme, dass das einfach auch so eine Art klischeehafter Handlungsstrang ist. Ja, mit Padme, mit Shmi haben wir das auch. Ja, genau. Und das waren sie auch schon, diese Frau, der Prequels. Naja, und Lyra Erso, ob das Fridging war, wenn wir jetzt zu Rogue One gehen, die Mutter von Jyn Erso, wurde einfach sehr unhöflich aus dem Skript gestrichen gleich am Anfang und man weiß nie wieder etwas von ihr und sie wird nie wieder erwähnt. Ja, vielleicht nur noch abschließend, weil das auch was ist, wo ich jedes Mal so ein bisschen Puls bekomme, wenn ich das gucke, weil es auch einfach dieser Kontrast ist so stark am Ende von Episode 3. Ja, wir haben diese Bilder am Ende, wo Anakin wirklich fast alle Gliedmassen verliert, in Lava rutscht, aber dennoch, er wird zusammengeflickt. Er ist am Ende sogar stärker als vorher. Und dann haben wir im Vergleich Padme, die noch nicht mal laut den Druiden dieses medizinische Problem hat, sondern die an Herzleiden stirbt, an ihrem gebrochenen Herzen. Und das war too much for me. Da ist mein Herz gebrochen. Er hat mich verlassen. Ja, ich meine nichts gegen Hayden Christensen, aber komm, Natalie Portman, da... Ihr habt schon angedeutet, wo man da ansetzen könnte. Also wer die Geschichte geschrieben hat und mit welchem Ziel. Das wäre ein Ansatz, das in Zukunft besser zu machen. Lass uns das sammeln als Gedanken, vielleicht für den Schluss. Ich hatte ja eingeleitet mit der Frage eigentlich, was habt ihr in eurem Umfeld gerade um euch rum, was irgendwie sozusagen was mit Frauen und Star Wars zu tun hat? Habt ihr gerade irgendwas in eurem Zimmer stehen? Jetzt wollte ich doch gerne nochmal Nikolas dazu hören. Ja, du hast mich ertappt. Ich habe nichts von Ahsoka hier stehen. Ich habe eine kleine Figur von General Leia Organa. Aber ehrlich gesagt, ist das nicht meine Lieblingsfigur. Tut mir leid. Das macht ja nichts. Aber sie sieht toll aus. Ich habe mir Ahsoka ausgewählt. Ahsoka Tano, die ich vor 4 Jahren mal entdeckt habe, weil ich dann angefangen habe, Clone Wars zu schauen auf Netflix. Und natürlich habe ich sie damals im Kino gesehen, aber da war sie nicht wirklich auf meinem Schirm. Ich hatte auch nicht wirklich den Sinn gesehen hinter ihrem Charakter oder ob sie eine Zukunft hat. Aber als ich dann wieder die Serie für mich entdeckt habe, hat sie im Sturm mein Herz erobert. Und das Schöne ist, dass wir als ZuschauerInnen ihre interessante Lebensgeschichte, angefangen bei Clone Wars, über Rebels, jetzt bis Mandalorian und dann in ihrer eigenen nächsten Serie, dass wir ihre Geschichte verfolgen können. Und sie wächst buchstäblich ja vor unseren Augen und wir mit ihr. Und ich mochte von Anfang an, dass sie frech ist, spontan, dass sie gerne die Initiative ergreift,
ihre eigenen Ideen hat, diese dann mitteilt und sie auf ihre Weise umsetzt. Also sie ist sehr aktiv in ihrer Welt und in ihrer Rolle. Und sie ist nicht perfekt. Also ihr passieren natürlich auch Fehler. Stichwort Schlacht um Ryloth, wo sie ihre ganze Staffel verliert. Und das passiert, weil sie noch eben nicht die Erfahrungen hat. Sie hat nicht die Erfahrung auf dem Schlachtfeld und sie kennt noch ihre eigenen Grenzen nicht. Trotzdem zeigt sie Willen zur Veränderung und zum Wachstum. So, if you're a captain and I'm a Jedi, then technically I outrank you, right? In my book, experience outranks everything. Well, if experience outranks everything, I guess I better start getting some. Sie nimmt hier an, sie sei die Ranghöhere mit, was, wie alt ist sie, 15 oder so, ne? Ja, ich denke. Ja. Und was ich an ihrem Charakter auch so sehr liebe, ist, dass sie Anakin ziemlich oft aus einer lebensbedrohlichen Situation rettet und im Anschluss darauf verkündet sie das. Ja, und sie macht das selbstsicher. Jetzt nicht wie Rey in der neuen Trilogie, wo sie zu Finn sagt, oh, das war Glück. Oh, was für ein Zufall. Nee, Ahsoka sagt, ja, das war ich, gern geschehen. Und ja, wir erleben natürlich, auf welche Missionen sie geht in den nächsten Staffeln. Und meine Lieblingsphase in Ahsokas Charakterentwicklung findet in der 5. Staffel statt, als sie fälschlicherweise des Bombenangriffs auf den Jedi-Tempel beschuldigt wird und sie muss sich quasi allein gegen die Republik und den Jedi-Orden behaupten. Und sie wird aus dem Orden ausgeschlossen, dann gerichtlich wieder freigesprochen und wieder in den Orden aufgenommen. Bei ihr passiert dann aber ein Wandel. Sie läuft nicht zurück zu den Orden und sagt, ja, danke, super, danke, dass ich wieder Krieg führen darf für euch. Nee, sie erkennt, dass man den Krieg nicht mehr schwarz-weiß sehen kann, nicht mehr gut-böse. Und obwohl sie die Werte des Jedi-Orden schätzt, trennt sie sich von diesen Strukturen und begibt sich auf ihren Weg der Selbstreflexion und Selbstfindung. I know you believe in me, Anakin, and I'm grateful for that. But this isn't about you. I can't stay here any longer. Not now. The Jedi Order is your life. You can't just throw it away like this. Ahsoka, you are making a mistake. Maybe. But I have to sort this out on my own. Without the Council. And without you. Ich persönlich finde einfach diese Szene sehr berührend, weil sich da wahrscheinlich viele damit identifizieren können. Ich auf jeden Fall. Also es gab einen Moment, wo ich meine Universität verlassen habe und ich hätte eigentlich weiter hochsteigen können, aber man vertraut dann doch eher seiner Intuition und das sind sehr schwere Entscheidungen, ja, seiner inneren Stimme zu folgen. Und ich finde das beachtlich, denn Ahsoka wurde mit 3 Jahren von ihren Heimatplaneten entwendet und danach hat sie die ganze Zeit in diesen Strukturen gelebt. Sie hat die Sitten und den Kodex der Jedis gelernt. Und es bedarf viel Mut, Nein zu sagen, um seiner eigenen Stimme zu folgen. Und deswegen, ja, mag ich eben auch diese Höhen und Tiefen und Schwächen und Stärken in diesem Charakter. Das bedarf Mut, was sie da tut, genau. Ist das nicht sogar ein Bilderbuchbeispiel für Emanzipation, was sie hier macht? Also sie befreit sich von allen Vorgaben, von allem, was andere sich für sie ausgedacht haben. Der Jedi-Rat steht da und sagt, ey, du kannst es wieder bei uns mitmachen. Anakin fleht sie sogar an, dass sie zurückkommen soll. Und sie sagt, mach ich nicht, ich gehe jetzt mal meinen eigenen Weg. Und wenn ich Emanzipation für mich so ganz vereinfacht definiere als zum Beispiel als Frau will ich jetzt nicht Mann werden, das ist nicht Emanzipation, sondern Emanzipation ist, ich will werden, was ich will. Und unabhängig davon, ob ich Mann bin oder Frau oder welches Geschlecht auch immer, welche Rasse, was auch immer, ich gehe meinen eigenen Weg und das macht sie hier. Von daher ist sie für mich ein Bilderbuchbeispiel für Emanzipation. Würdet ihr das unterschreiben? Ich würde es unterschreiben, dass Emanzipation auf jeden Fall ein Begriff ist, der nicht auf das Geschlecht oder Gender beschränkt werden sollte. In ihrer Situation finde ich es dann noch bedeutsamer, wenn man sich die Zusammensetzung des Jedi-Ordens auch ansieht. In der Folge sieht man, wie sie ja umkreist wird oder vor einem Kreis von männlichen Jedi-Meistern steht. Und sie ist die einzige weibliche Padawan, die
beschließt, Nein zu sagen. Und das finde ich sehr bildstark. Also wenn ihr euch diese Szene nochmal ansehen möchtet. Es erinnert so ein bisschen an die Gerichtsszene mit Kavanaugh und Sarah, kannst du mir helfen? Wer hat da ausgesagt? Christine Blasey Ford. Genau, danke sehr. Also da gibt es auch dieses... Worüber sprecht ihr? Was? Jetzt geht's in die Tiefen der US-Politik, Kevin. Sarah, bist du so nett und kannst du mir helfen? Welches Bild ich meine, das um die Welt ging? Es ging darum, um die Anhörung von Brett Kavanaugh als Richter für den obersten Gerichtshof in den USA, den US Supreme Court. Und in diesem Rahmen wurde ihm von Christine Blasey Ford vorgeworfen, dass er sie sexuell bedrängt, belästigt hat in der Teenagerzeit. Und daran hat sich einfach eine sehr große Diskussion entsponnen an den USA. Und Christine Blasey Ford, Dr. Ford, hat auch ausgesagt vor dem Kongress. Und da gibt's halt mehrere Bilder, wo man halt auch sieht, wie sie umringt ist von Männern, wie sie auch die Hand hebt zum Schwur und so weiter und so fort. Und ich glaube, darauf spielt Nicolas an. Darauf spiele ich an, wobei ich natürlich nicht andeuten möchte, dass hier irgendwelche Vergewaltigungsgeschichten oder sexuelle Belästigung im Spiel waren, sondern einfach ein Hinweis darauf, wie die Machtstrukturen auch in dem Star Wars-Universum aussehen. Du hast jetzt geguckt, bis bevor Clone Wars Staffel 7 einsetzt noch, wo sie dann ja noch einen ganz anderen Weg nimmt, wo Ahsoka sich von den Martess-Schwestern den Spiegel vorhalten lässt, die ihr sagen, du verhältst dich wie eine Jedi oder zumindest wie ich eine Jedi gerne hätte. Und mit diesem Wissen geht Ahsoka dann in die entscheidende Zeit von dieser Order 66 und dann kommt dieser ganz starke Moment, als sie entscheidet, dass sie die Klontruppen, die sie töten wollen, nicht verletzen will. Sie sagt: You're a good soldier, Rex. So is every one of those men down there. They may be willing to die, but I am not the one who is going to kill them. Die mögen vielleicht bereit sein zu sterben, aber ich werde nicht diejenige sein, die sie tötet. Ja, sie wird zu einer Freelancerin eigentlich. Ich würde es auch vergleichen mit Religion und Glaube. Sie glaubt an diese Werte. Es ist nicht so, dass sie plötzlich einen ganz neuen moralischen, ethischen Kodex aufstellt, sondern sie ist sehr kritisch einfach mit den Menschen, die in dieser Machtposition sind und entscheidet dann eben für sich selbst, dass sie selbst ihre Allianzen wählen wird, dass sie selbst entscheiden wird, wem sie hilft und wem sie nicht hilft. Dieser Druck wird einfach von ihr genommen oder sie entbindet sich von diesem Druck und von diesen Konventionen, die sie erfüllen muss als Jedi. Ja, ich muss sagen, ich freue mich immer mehr auf die nächsten Clone Wars Folgen. Der Anfang der Serie war noch etwas holprig für mich, aber ich sehe, da tut sich viel Potenzial auf. Aber vielleicht auch eine Sache, die ich bei Ahsoka sehr interessant fand, weil ich mich auch ein bisschen mit zivil-militärischen Beziehungen beschäftige und habe sie auch in diesem Kontext in einigen Analysen kennengelernt, weil sie natürlich auch jemand ist, der diese Widersprüchlichkeit, ja, also einmal dieses Jedi-Sein, aber gleichzeitig auch dieses General-Sein, also diese Kriegsführung, ja, was ja eigentlich nicht sehr kompatibel miteinander ist, die das halt so stark thematisiert. Und ihr habt das ja auch schon angesprochen, also die Menschlichkeit sieht in den Klonkriegern, ja, und was das bedeutet und was das natürlich auch für den Jedi-Orden an sich bedeutet, dass man mit den Klonen auch umgeht, wie man mit ihnen umgeht. Also das, finde ich, macht sie auch super faszinierend. Weil es auch eine Tatsache ist, die sie ein bisschen unterscheidet von den TV-Heldinnen der 90er Jahre oder der Nuller Jahre, die ich so gern verfolgt habe, also zum Beispiel Sabrina oder Buffy oder die Charmschwestern. Atmen. Ja, Buffy. Das ist die Beste. So sehr ich diese Frauenfiguren mag, stört es mich, dass sie immer in diese komplexen, sehr komplizierten Liebesbeziehungen mit Männern verstrickt sind. Und die haben wirklich Einfluss auch auf den Werdegang von den Figuren. Und das passiert bei Ahsoka nicht. Wir haben vielleicht diesen Flirt zwischen ihr und Lux Bonteri, aber ansonsten ist sie ziemlich frei in der Hinsicht und ist nicht abhängig von irgendwelchen Liebesgeschichten. Und das macht es für mich ein bisschen einfacher, auch sie auf Platz 1 zu setzen, weil es eben die Figur ist, die nicht unnötig in irgendeine Liebesbeziehung geschoben wird. Unnötig finde ich ein wichtiges Wort dabei, also es ist nicht erzwungenermaßen drin, weil man so eine Geschichte drin haben muss. Ich finde es aber auch schade, weil gerade so eine Figur wie Ahsoka, die jetzt so etabliert ist, wie sie ist, die wir in ihrer ganzen Breite kennen, wie sie von Snips wird, zu der weisen Jedi, die für sich selbst definiert hat, was Jedi-Turm für sie ist, die könnte man doch jetzt gerade in so eine Situation schmeißen,
weil das ist ja auch das Leben, das ist ja auch unser Leben, Liebe in irgendeiner Weise, sich damit auseinanderzusetzen mit allen Höhen und Tiefen. Da würde ich schon auch gerne sehen, wie diese Figur damit umgeht, aber ich gebe zu, es würde sie auch so ein bisschen entzaubern, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich das wirklich will. Aber interessant wäre es allemal. Wer weiß, was da noch kommt in der neuen Ahsoka-Serie. Es könnte ein Punkt sein. Schöner Punkt, danke schön, Nikolas. Ahsoka, deine Lieblingsfigur. Es war eine unmögliche Aufgabe von mir, die ich euch gestellt habe, vorher euch zu entscheiden, was ist eure Lieblingsfigur. Es war schwierig, Frau. Ja, danke. In Star Wars, gerne. Ihr fingt dann auch an, beide mit, kann ich nicht auch zwei nennen? Und ich so, nein. Was wäre denn eure... Danke, dass du das doch mal klarstellst. Was wäre denn eure zwei gewesen? Sarah, was wäre denn deine Nummer zwei gewesen? Meine Nummer zwei wäre Rose Tico gewesen, oh, ganz klar, aus The Last Jedi. Ja, absolut, weil sie auch, und ich versuche es jetzt knapp zu halten, aber einfach, weil sie auch ein Gegengewicht zu so vielen anderen Frauen ist, einfach in den Filmen. Also sie hat keine besonderen Kräfte, sie hat keine besonders privilegierte Position, sie ist Mechanikerin, macht im Hintergrund ihr Ding, sie kommt von einem Planeten, der geplündert wurde, sie verliert ihre Schwester, also hier auch nochmal ganz klar das Schwesternmotiv, das ist für mich einfach wichtig, damit kann ich mich identifizieren. Also sie hat einfach diesen komplett anderen Hintergrund und setzt sich aber dennoch mit vollem Herzen ein für die Rebellion und das hat mich begeistert bei ihr, ganz klar. Meine Nummer zwei war auch Padmé Amidala. Da wurde schon alles dazu gesagt. Klar, warum. Yay. Padme war auch meine Nummer zwei, tatsächlich. Ah, ich hab mich dann, sehr schön. Ja, ich habe mich dann aber für Leia entschieden. Princess of Alderaan, Anführerin. Ja, dann erzähl doch mal, warum. Ja, das mache ich gerne. Es ist mir auch nicht leicht gefallen, weil es gibt wirklich so viele Frauenfiguren in Star Wars. Nicht nur aus den Filmen, ja, jetzt inzwischen auch aus vielen Serien, in Büchern und den Comics. Und die sind ja tendenziell eher stärker geworden, wie wir an Ahsoka gesehen haben. Aber Leia war halt die Erste. Die Prinzessin, die Anführerin, die Rebellin, Schwester, Ehefrau, Mutter, Generälin, Mentorin und zum Schluss Jedi-Meisterin. Also als wir sie zum ersten Mal sehen, da ist die Prinzessin Leia in ihrem weißen Gewand mit dieser eigenwilligen Schneckenfrisur, die ist 19. Eine junge Frau mit einem Riesenhaufen Mut und einem immensen Haufen Verantwortung. Mit 19 schon Agentin gegen das finstere Imperium und Mitanführerin einer Rebellion. Eine Frau, die sich da durchsetzt in dieser Männerwelt, die ist ja ständig umringt von Tarkin und Sturmtruppen und Vader. Darth Vader, only you could be so bold. Und auch mit ihren Freunden, das sind ja auch überwiegend Männer, mit denen sie da zu tun hat. Und dabei ist sie nicht auf den Mund gefallen, im Gegenteil, die hat ein ganz schön großes Maul. Und was ich auch immer schön fand, sie packt mit an, sie greift beherzt zu. Und die symbolische Szene dafür ist für mich, als sie in Episode 4 gerade von Han und Luke aus der Zelle befreit wurde. Doch dann sitzen sie da in diesem Gang fest, werden von den Sturmtruppen beschossen und Leia sagt, eine fabelhafte Rettung. Und dann schießt sie diesen Müllschacht auf und springt beherzt da rein. Das kennt jeder, das ist schon tausendmal zitiert worden, diese Szene immer wieder. Aber das ist halt auch so wichtig, weil spätestens da wissen wir alle im Kino, diese Prinzessin da, das ist keine gewöhnliche Prinzessin. Und das 1977, da ist sie Anführerin in diesem Film und den Film danach auch in das Imperium schlägt zurück, zum Beispiel auf Hoth, als die Flotte des Imperiums schon im Hoth-System angekommen ist. Und da gibt es diesen Moment, als sie da steht, umringt von diesen ganzen männlichen Rebellenpiloten in ihren roten Flieger-Overalls und den anderen Offizieren, die um sie herumstehen, und die sagt denen da, was zu tun ist. The energy shield can only be open for a short time, so you'll have to stay very close to your transports. Two fighters against a Star Destroyer? The ion cannon will fire several shots to make sure that any enemy ships will be out of your flight path. When you've gotten past the energy shield, proceed directly to the rendezvous point. Understood? Yeah. Good luck. Okay, everybody to your station. Let's go. Es ist so ähnlich wie die Szenen, die ihr beschrieben habt. Eine Frau umringt von Männern.
Und ich bin vor ein paar Monaten auf dem Weg zur Arbeit über die Autobahn an so eine Baustelle vorbeigefahren. Und da waren, weiß ich nicht, so 12 Bauarbeiter oder so. Und die waren im Kreis um eine Frau herum. Das war offensichtlich die Bauingenieurin. Und die hat die da angewiesen. Und da habe ich so einen kurzen Leia-Moment gehabt. Diese eine Bauingenieurin umringt von ihren Bauarbeitern. Da habe ich gedacht, ja, da ist so eine Leia für mich gewesen. Und was mich all die Jahre fasziniert hat, lange bevor es Episode 7, 8 und 9 gab, das war dieses kurze Gespräch zwischen Obi-Wan und Yoda in Episode 5. Als Obi-Wan sagt, dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung. Und Yoda sagt, nein, es gibt noch eine andere. Da konnte man schon erahnen, dass Leia gemeint ist. Und in Episode 6 wird das ja dann manifestiert. Der Gedanke, der darin steckte, dass auch Leia eine Jedi werden könnte. Leia mit einem Lichtschwert. Das fand ich jetzt mal so als Jugendlicher actionreich, interessant, faszinierend, spannend. Gar nicht mal aus so einer emanzipatorischen Sicht. Und in Erben des Imperiums und anderen Romanen wurde das dann ja auch erzählt. Aber ich dachte nie, dass wir das jemals in einem Film sehen. Und dann kommt aber Episode 9, als Rey Leia Master nennt. Und wir kriegen diese tolle Rückblende, als Leia und Luke trainieren, ey. Inklusive der Geschichte, warum Leia ihre Jedi-Karriere beendet hat, nämlich Sorge vor dem Schicksal ihres Sohnes und der Wille, dann Politikerin zu werden und da voranzugehen. Da kann man drüber streiten, ja. Dabei fand ich aber insgesamt sehr cool, dass sie durch Episode 9 und 8 diesen neuen Dreh kriegt. Sie sagt ja am Ende zu Rey, am Ende von Episode 8, How do we build a rebellion from this? We have everything we need. Und damals dachte ich noch, ich weiß nicht, wie euch das ging, wir haben uns im Sinne von, wir sind hier der Widerstand, the Spark, und wir bauen jetzt den Widerstand wieder auf. Aber nach Episode 9 kriegt dieser Dialog einen ganz anderen Dreh. Dieses We have everything we need bezieht sich auf das Jedi-Training. Du, Rey und ich, Leia, wir beide, Meisterin und Schüler, wir machen das jetzt. Das hat einen ganz tollen Dreh nochmal gegeben, der Leia-Figur. Und in dem Zusammenhang auch ihre Beziehung zu Kylo Ren, zu ihrem Sohn Ben Solo. Da finde ich stark, welche Wirkung Leia als Mutter da entfaltet. Kylo, super Figur, der will alle hassen. Sein Vater Han Solo, sein Onkel Luke, er sucht immer das, was er hassen kann. Aber bei seiner Mutter Leia findet er einfach nichts, was er hassen kann. Das macht Leia stark, das macht auch Kylo stark als Charakter in dem Moment, dass er in Episode 8 eben nicht auf diesen Knopf drücken kann und die Brücke der Redus zerstören kann. Das kann er nicht. Und das ist so ein Beispiel auch dafür, das zeigt, dass Charaktere im Zusammenspiel mit anderen Charakteren erst richtig gut werden. Natürlich, das sehen wir auch, wie Leia mit Rey und Poe umgeht. Leia gewinnt da Qualitäten als weise Anführerin, als sie den Jungen den Weg weist, also sowohl bei Rey als auch bei Poe Dameron. Leia weiß, dass man als Anführerin irgendwann auch mal so beiseite treten muss, dass man den Jüngeren Platz machen muss. Das ist eine ganz starke Eigenschaft. Und das macht sie in Episode 8, als sie sagt, ey, warum schaut ihr mich so an? Folgt dem da. What are you looking at me for? Follow him. Das ist ein super Beispiel dafür. Und was ich vorhin schon angedeutet hatte, Leia ist oben auf. So wie Padme später oben aufgezeigt wird, sie ist in mehreren Situationen viel cleverer als ihre männlichen Kollegen. Zum Beispiel, als sie in Episode 4 da vom Todesstern entkommen sind. Not a bad bit of rescuing, huh? You know, sometimes I amaze even myself. That doesn't sound too hard. They let us go. It's the only explanation for the ease of our escape. Han feiert sich selbst, von wegen, wir sind hier entkommen von dem Todesstern. Und Leia sagt so, ey, die wollten uns doch entkommen lassen. Du Depp, siehst du das nicht? Das ist von denen gesteuert. Die durchblickt das. Die durchschaut die Lage. Anderes Beispiel dafür, es ist ein ganz kurzer Moment in Episode 5, nachdem Han auf Hoth diesen imperialen Suchtdroiden zerstört hat, ist es Leia, die da in dem Lagezentrum sitzt und durchblickt, ey, das ist ein imperialer Suchtdroide. Fred, there's not much left. What was it? Droid of some kind. I didn't hit it that hard. Must have had a self-destruct. An imperial probe droid. Also die Frau erkennt nicht nur die Lage spontan, sondern die hat auch ihre Hausaufgaben gemacht. Also das, was man kann, muss man sich auch erarbeiten, sehe ich in dieser Szene angedeutet zumindest.
Also neben all dem, Leia ist Prinzessin, Leia ist Anführerin, Rebellin, Schwester, Ehefrau, Mutter, Generälin, politische Führerin, dann später Mentorin, Jedi-Meisterin, steht sie vor allem für mich dann noch für dieses Hoffnung. Ihr wisst ja, Star Wars ist für mich immer sehr wichtig als Inspirationsquelle und da ist Hoffnung halt ein wichtiges Motiv. Und Leia steht halt dafür, dass man nicht nur Hoffnung haben sollte, weil es doof wäre, sonst sich nämlich der Dunkelheit zu ergeben, sondern sie steht ja auch dafür, dass Hoffnung sich erfüllt. Der Todesstern wird zerstört, der Imperator wird besiegt. Okay, sie müssen den Imperator später nochmal besiegen, aber das wird alles erfüllt. Rey wird eine Jedi, Ben Solo kehrt zurück und die Republik kriegt dann am Ende eine Chance. Und das Gute hat sich durchgesetzt am Ende, das, wofür Leia gekämpft hat ihr Leben lang. Das ist Leia, dafür steht Leia und für noch viel mehr. Und ich erkenne an, dass sie da auch Pionierin war in der Zeit, als diese Figur auf die Leinwand kam. Und ich kann mir vorstellen, dass sie damals eine Inspiration war und vielleicht auch heute noch eine Inspiration sein kann. Ich weiß aber auch, dass man viel an ihr kritisieren kann. Ich weiß nicht, ob der goldene Bikini dazugehört. Wie seht ihr das? Ich glaube, das Thema der goldene Bikini, das wurde jetzt schon so oft diskutiert und erörtert. Also mich würde interessieren, vielleicht was für andere Aspekte du noch kritisieren könntest. Weil wie gesagt, das ist ja ein Aspekt, den würde ich nicht an Leia sozusagen kritisieren, sondern das ist halt eine Frage, wie inszeniert man als Filmemacher, als Filmemacherin, wer hat das Drehbuch geschrieben und so weiter und so fort. Also da war ja dieses ganze Setting natürlich auch von Jabba the Hutt. Ja, sie ist ja nicht die einzige Frau oder nicht das einzige weibliche Wesen, was irgendwie dann angekettet und so gezeigt wurde. Sie dreht das natürlich um. Am Ende, ja, dass sie mit dieser Kette dann auch erdrosselt und da auch Rache nimmt, sozusagen. Aber ja, ich denke, das war natürlich auch damals so in dieser Zeit, diese Darstellung. Es war natürlich auch ein Aspekt dessen, dass man die Franchise an sich natürlich auch an junge Teenager-Boys auch daran auch so ein bisschen natürlich auch ausgerichtet hat. Das denke ich, das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber deswegen würde mich eher interessieren, was für andere Kritikpunkte vielleicht du auch an ihr siehst. Könnte dein Wort Fridging aufgreifen, wenn ich wollte. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Zum Beispiel am Ende von Episode 4 wird sie schon eingefroren quasi als Akteurin, weil sie, als die Schlacht von Yavin läuft, steht sie im Kommandozentrum und guckt nur zu und hofft und bangt und ist nicht mehr die Akteurin, sondern Luke. Das liegt halt daran, das ist George Lucas erklärte, Luke-Geschichte. Deswegen wird der Charakter Leia da eingefroren an der Stelle. Ich kann das als Zuschauer akzeptieren, aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, ah, verpasste Chance. Es ist weniger eine Kritik an Leia, sondern wirklich, wie diese Welt bevölkert wird. Diese Analogie, die du gemacht hast, die Bauarbeiter und eine Ingenieurin spricht zu ihnen, da ist doch eher die Frage auch, warum spricht diese Ingenieurin nur zu männlichen Bauarbeitern? Genauso wie, warum gibt es nur männliche Piloten in der Welt von George Lucas? Wo sind die Pilotinnen? Gibt es keine Ausbildungsplätze für sie? Das sind so kleine Knackpunkte, die mich eher beim Konsumieren nerven, die dann in der neuen Trilogie schon ein bisschen aufgehoben werden. Weil hier sehen wir Pilotinnen, hier sehen wir Frauen in höheren Positionen. Es ist immer wieder dann ein Problem, weil die Umwelt auch dieses Problem produziert oder den Kontext dafür schafft. Ja, das sehe ich genauso. Also das ist auch was, muss ich sagen, das hat mich schon sehr beschäftigt, auch bei Star Wars gerade. Wir haben es hier mit einer Erzählung, mit einer Legende zu tun im Science-Fiction, im Fantasy-Kontext. Ja, aber trotzdem haben wir halt diese knallharte Reproduzierung einfach des Patriarchats. Ja, also dass wir einfach nur männlich gelesene Piloten haben und dass man hier eigentlich ja die Chance hätte, die Galaxie ist enorm groß. Es gibt unendlich viele Lebensformen, die auf die unterschiedlichste Weise in den Cantinas dargestellt werden. Und dennoch haben wir dann einfach in diesen Ansprachen nur eine Frau, ja, oder dass dann einfach diese Repräsentation von Frauen und nicht nur Frauen, also auch andere marginalisierte Gruppen, ja, dass das dann auf diese Einzelfälle einfach zurückfällt, die dann natürlich diesen Druck haben, wie ja schon erwähnt, dass sie dann alles erfüllen müssen. Also Leia muss ja dann auch irgendwie alles sein, jede Generälin und Anführerin und Mutter und Love Interest und so weiter und so fort. Das ist dann natürlich auch sehr anstrengend, dass einfach da so bestimmte Strukturen reproduziert werden oder auch so eine Kleinigkeit, aber ja, Ben Solo, warum nicht Ben Organa? Also schon allein diese Namensfrage, ja, wo ich denke, Organa ist ja auch ein Name mit Gewicht in der Galaxy.
das wird besser, wenn es einfach mehr Frauen auch gibt im Umfeld dieser zentralen Frauen. Beispiel in The Mandalorian. Das dauert echt lange, bis da mehr Frauen auf dem Bildschirm sind. Aber gegen Ende der zweiten Staffel haben wir sie. Diese Szenen, wo vier Frauen auf das Schiff von Moff Gideon eindringen und da den Boden aufwischen mit den Sturmtruppen. Genau. Und ich muss auch sagen, wenn wir jetzt schon bei The Mandalorian sind, vielleicht nur ganz kurz, da hat es mich auch nicht so gestört, sozusagen, ja, es hat auch gedauert, bis diese Frauenfiguren gekommen sind, aber so wie die Serie konzipiert wurde oder war, er trifft ja auch meistens irgendwie nur ein, zwei Leute, also das hat mir da nicht sozusagen aufgestoßen. Und vor allen Dingen, wir haben hier einfach so viele unterschiedliche Frauen, die so facettenreich sind, vor allem in Staffel 2, dass das mehr als wettgemacht hat für mich. Und vor allen Dingen, wir haben hier auch Frauen, klar, die helfen Mando, die erklären ihm sehr viel, aber die machen auch knallhart ihr eigenes Ding. Also die werden eigentlich eher immer kurz von ihm unterbrochen und sind auf ihrem eigenen Quest, ja. Also Ahsoka Tano haben wir schon angesprochen, Bo-Katan und so weiter und so fort. Die wird ganz klar, das sind eigenständige Akteure, Akteurinnen, die Mando gerne mal helfen, aber sonst wirklich ihr eigenes Ding auch am Laufen haben. Und gerade im Sinne auch von Repräsentation, es sind nicht nur, weil auch wenn wir jetzt mal uns angucken, über wen wir gesprochen haben, das sind nicht nur junge, attraktive, weiße, brünette Frauen, ja, was ja, wenn wir uns gerade die Star Wars Filme anschauen, das ist der Typ Frau, der eigentlich hier in erster Linie präsentiert wird, ne? Egal, ob das jetzt Solo ist, ob es die Originaltrilogie ist, Padme Rey etc., Jyn Erso. Hier haben wir zum Beispiel auch Peli, ja, eine ältere Frau, eine Mechanikerin, wie gesagt, Bo-Katan, Cara Dune, die auch jemand ist, im Sinne von Repräsentation, die ich spannend fand als Figur, weil die auch kräftig aussah. Ja, also der nehme ich ab, dass die ein Dropper war. Der nehme ich ab, dass die den verletzten Mando in die Kantine ziehen kann am Ende, weil sie einfach stark ist, weil sie Muskeln hat. Das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt, der hier mit reinspielt, wenn wir über Repräsentation von Frauen sprechen. Ja, welche Frauen werden hier auch gezeigt in Mandalorian? Das finde ich einen super Punkt, den du ansprichst, weil das auch zu einem der größten Kritikpunkte werden könnte, dass wir in den neueren Produktionen versuchen einfach mehr Frauen oder von mir aus queere Personen zu integrieren, aber ohne wirklichen Grund. Also wir wissen nicht, welche Kompetenz sie hat, warum sie da ist, welche Funktion erfüllt sie jetzt. Und das passiert leider in der neuen Trilogie. Das ist jetzt meine Behauptung. Wenn ich mir Rose Tico ansehe oder Holdo, diese Personen sind da. Das sind gewisse Repräsentationen von Weiblichkeit. Aber ich als Zuschauer habe jetzt vollkommen die Identifikation verloren oder die Sympathie, weil ich nicht so genau weiß, wozu sie da sind. Und ich wünsche es mir, dass eben mehr Diversität auf der Kinoleinwand zu sehen ist. Aber gleichzeitig kann ich auch den Anspruch haben, dass das Drehbuch mir mehr liefert. Also nicht nur eine Schablone, sondern was steckt denn wirklich dahinter? Dass ich auch diesen Charakter lieben darf, dass ich mich in seine Schwächen, seine Stärken verlieben darf. Kannst du mir nochmal genauer erklären, was dir fehlt bei Holdo und bei Rose? Ich sehe halt in Episode 8 eine relativ runde Rose, die dann aber in Episode 9 an die Seitenlinie gestellt wird. Oh Gott, komplett. Ja? Und die Holdo hat doch innerhalb von Episode 8 eigentlich auch für mich eine klare Geschichte. Die ist also die Admirälin, die Vize-Admirälin, die dann an Nummer 1 rückt in dem Moment, als Leia außer Gefecht gesetzt ist. Und sie macht zusammen mit Leia dann auch dieses, guck mal, der kleine Mann da. Der Flyboy. Der Flyboy, der rafft es nicht, was wir hier machen. Man kann darüber streiten, okay, dann nimmt ihn halt mit und erklärt es ihm. Aber die sind auch gemeinsam oben auf. Und die, aber das ist ja gerade eine gute Frage. Warum macht sie das? Warum erklärt sie ihm das nicht? Sie wird so repräsentiert wie eine, ja, sie ist jetzt die Chefin. Ist sie ja auch. Sie hat Informationen. Aber sie ist nicht gewillt zu teilen oder mit ihm zu sprechen. Ich muss auch sagen, dass Poes Handlungsstrang in Episode 8 fragwürdig ist. Aber diese Interaktion beruht ja nur darauf, dass hier irgendwelche Machtkämpfe ausgeführt werden. Und das ist für mich irgendwie nicht genug. Ich akzeptiere natürlich vollkommen Admiralin Holdo. Ich kenne sie nicht. Sie ist eine neue Figur. Aber mir als Zuschauer wird auch nicht mehr wirklich präsentiert. Sie weiß, was sie zu tun hat, sie hat einen guten moralischen Kompass, sie rettet die ganze Aktion und dann am Ende stirbt sie. Also da ist so eine kleine Phase ihres Lebens, die ich zu sehen bekomme,
Aber sie wird von so einer Seite gezeigt, dass ich sie eigentlich nicht sehr mögen kann. Vielleicht soll ich sie auch nicht mögen. Und im Endeffekt verschwindet sie auch wieder. Da muss ich jetzt mal gleich kurz einhaken. Ja. Und zwar, weil ich diese Szene liebe. Und zwar aus mehreren Gründen. Ganz generell würde ich sagen, Vice Admiral Holdo, das ist einfach eine kleine Nebenrolle. Also da erwarte ich jetzt nicht, dass die irgendwie groß eingeführt wird. Die hat natürlich ihrem Zweck gedient, dieses Manöver auszuführen und so weiter und so fort. Aber ich kann mich noch so erinnern, als ich den Film gesehen habe im Kino, ich fand diese Szene so gut, weil es einfach so eine ungewohnte Szene ist. Sie ist Befehlshaberin. Sie muss Poe Dameron nichts erklären. Ja, also das ist eine militärische Befehlskette ja auch innerhalb der Rebellion und diesen Anspruch, den Poe Dameron hat, so ja, ich bin hier der Hotshot, ich bin der Flyboy, warum erklärst du mir das nichts? Das Mansplaining, was er auch betreibt, ich weiß das ja alles besser und so weiter und so fort. Und dann guckt sie ihn an und nimmt auch dieses Klischee ja so ein bisschen auseinander, das er da ja darstellt. Ja, also hey, du tougher Flyboy-Typ und ich kenne deine Art. Und als Frau habe ich mich zum Beispiel jetzt in dieser Szene absolut mit Holdo identifizieren können, weil ich dachte, ja, ich kenne das auch. Wenn ich auf Panel-Diskussionen oder so eingeladen bin, ja, als Expertin zu einem bestimmten Thema und habe dann jemanden, der hier mir von der Seite kommt und versucht, da irgendwelche Sachen zu erklären, die ich schon weiß sozusagen. Also ich fand es eine sehr spannende Szene. Und auch, weil es einfach Sinn macht in diesem Kontext, dass sie ihm einfach nichts erklären muss. Sie hat hier die Führung. Er wurde gerade demoted. Ja? Also jeder, der sich ja auch ein bisschen auch mit diesen militärischen Gesetzmäßigkeiten ja so ein bisschen auseinandersetzt, erkennt das an. Und deswegen fand ich das großartig, wie das hier so auseinandergenommen wird. Und vor allen Dingen, dass man auch Vertrauen haben muss in diese Figur. Klar, man denkt erst, ah, die Blöde und er ist ja doch hier der Held, weil das einfach diese bestimmten Schemata sind, die man ja gewöhnt ist auch als Zuschauerin. Und dass sich dann aber herausstellt, nee, nee, die hat schon einen Plan gehabt, die hat sich schon überlegt, was sie hier tut. Und das ist ja auch so eine Kernfrage, The Last Jedi, wem vertraue ich, in wen habe ich Vertrauen, in welche Führungsfiguren, in welche Systeme. Und das, finde ich, wird hier sehr schön gezeigt in dieser Szene. Dann am Schluss haben wir aber trotzdem den Moment, wo sie sagt, he's a troublemaker. I like him. Ja, absolut. Also da hätte ich auch ohne mit leben können. Vor allen Dingen, weil wir kommen ja auch noch vielleicht auf den Bechdel-Test zu sprechen, wenn sich Frauen unterhalten, ne, um was geht es dann? Also und wie selten ist das? Und dann haben wir halt hier diese wenigen Szenen, wo Holdo und Leia sich unterhalten und dann geht es halt über Poe Dameron, wo ich denke, oh, okay. Nicht bestanden. Lass uns genau das jetzt machen. Ich habe ja am Anfang versprochen, dass wir auch noch ein bisschen systematischer werden. Das haben wir gemacht mit so einem Stichwort wie Fridging. Aber was sehr hilft, ist der Bechdel-Test, den du angesprochen hast. Was es damit auf sich hat und warum Star Wars dann auf einmal ganz schön dumm dasteht, gleich nach einer kleinen Pause. Stark gemacht mit Bucketheads ist. Den Podcast unterstützen du kannst. Frei, zugänglich, Adam bleibt. Über Themen abstimmen du kannst. Folgen früher du bekommst. Und mehr da noch ist. Also gut, ich werde es versuchen. Nein, nicht versuchen. Tu es. Auf patreon.com/bucketheads. Willkommen zurück. Wir wollten auf den Bechdel-Test kommen. Das schreibt man Bechdel, eine amerikanische Autorin, auf die dieser Test zurückgeht, eine Autorin und Cartoonzeichnerin, Alison Bechdel. Und dieser Test ist nichts Wissenschaftliches, ja, aber er wird inzwischen ganz gerne genutzt, um Filme zu beschreiben, Filme zu kritisieren. Also die EU fördert zum Beispiel auch nur noch Filme, unter anderem dann, wenn dieser Test bestanden wird. Also was ist das? Da gibt es drei Leitfragen für einen Film. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Zweitens, sprechen sie miteinander? Drittens, unterhalten sie sich über was anderes als über einen Mann? Mein erstes Gefühl war, wir hatten uns im Vorfeld schon mal so darüber unterhalten und da war so mein Gefühl, wir alle drei sagen, Last Jedi erfüllt diese Kriterien eigentlich. Oder wie ist euer Gefühl? Welcher Star Wars Film erfüllt am ehesten diese Kriterien? Ich habe die Liste vor mir. Sehr gut. Bevor wir, sorry Niklas, darf ich kurz, bevor wir da einsteigen,
Was ich wichtig finde, hier aber auch noch zu erwähnen, ist, es geht hier nicht darum, sozusagen um die Qualität des Filmes, ja, sondern der Sinn dieses Tests ist es ja auch zu schauen, wie präsent sind Frauen in Filmen, ja, also wie ausgestaltet sind auch ihre Rollen. Also es geht nicht darum, ist das jetzt ein feministisches Meisterwerk, nur weil wir verschiedene Frauen haben, die vielleicht miteinander reden, sondern es geht wirklich darum, grob zu schauen, kommen Frauen überhaupt vor oder sind sie eigentlich nur so klischeehafte Dekorationen? Richtig. Und es gibt auch Kritik an dem Test, ne? Dass der an sich ein bisschen zu simpel ist, weil theoretisch könnten sich ja auch Frauen übers Kochen oder übers Putzen unterhalten und dann reden sie immer noch nicht über einen Mann und dadurch wird es dann noch kein starker Frauenfilm. Aber so ist der Test ja auch nicht gemeint. Ich finde, es ist ein Maßstab, den man anlegen kann. Also, wenn wir uns die Originaltrilogie anschauen, was denkt ihr? Episode 4, 5, 6? Gar nicht. Besteht nix, nicht. Nix. Ding, 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 das stimmt. Der Bechdel-Test wird nicht bestanden, obwohl wir in Episode 6 einen Kandidaten haben. In der Neuveröffentlichung von Rückkehr der Jedi-Ritter haben wir eine Szene in Jabba's Palace und dort gibt es eine Gruppe und Cees Noodles, also die Dame mit den langen Lippen, die ihren Song singt, Jedi Rocks, sagt Chatung Emai Cha Cho Raun Ta Nini Cho und die drei Background-Sängerinnen antworten Emai Chao Cho Raun. Ist ein Kandidat. Junge, Junge. Wir wissen nicht wirklich, was sie sagen. Vielleicht sprechen sie nicht über Männer. Also, das ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass wir in so einer ärmlichen Situation sind. In den Originaltrilogien. Was die Prequels angeht, sieht es schon ein bisschen besser aus. In Episode 1 hat Shmi und Padme einen kurzen Austausch über Sklaverei und Glücksspiel. Das war's aber schon. Episode 2, das ist eine wahre Schatzgrube. Cordae, die Leibwache von Padme, stirbt und sagt, My lady, I'm sorry, I failed you. Padme sagt, no. Königin Jamilia und Padme sprechen über Politik und die Sicherheit von Senatorin Amidala. Und auf Tatooine sagt Beru, die Freundin von Aulas, hello, und Padme antwortet in die Runde, I'm Padme. Das war's für die Prequels. Ernüchternd. Und das ist, ernüchternd ist ein Wort, was man wählen kann, ja. Und die Sequels fallen gar nicht so viel besser aus als erwartet. In Episode 7 haben wir das Gespräch zwischen Maz Kanata und Rey, wo sie über Krieg und den Krieg zwischen dem Guten und dem Bösen sprechen. Und dann später die Szene im Keller, im Kerker, wo sie über die Macht und Reys Schicksal sprechen, wobei hier auch indirekt über Luke gesprochen wird. Das heißt, der Test ist quasi bestanden. The Last Jedi, Episode 8, haben wir nur das Gespräch zwischen Leia und Admiral Holdo, als sie sich verabschieden. Und in Episode 9, Leia und Rey sprechen nach dem Training miteinander. Das sind die Fakten. Mhm. Tja. Können wir das qualitativ bewerten? Bei Episode 8 haben wir es ja schon gemacht. Da sind zwischen Leia und Holdo die Szenen, wo wir zwei Frauen in Charge sehen, die schon oben auf sind, die sich blind verstehen, die haben alles im Griff, sind total ruhig und nehmen den kleinen Poe Dameron so an die Hand und zeigen ihm, wo es lang geht. Aber am Schluss reden sie halt doch wieder über den Mann. Ist für euch damit der Test bestanden oder nicht bestanden? Ja, also was heißt bestanden, nicht bestanden? Ich glaube, du hast es ja auch schon gesagt, das Wichtige an dem Test ist einfach, dass aufgezeigt wird, wo hier bestimmte Probleme einfach sind. Also das Problem ist ja nicht nur, dass Frauen selten miteinander reden, sondern auch einfach, was das für ihre Rolle im Kontext des Filmes bedeutet. Und wenn man sich nur mal vorstellt, es wäre umgekehrt. Also was würde das mit männlichen oder die sich als männlich identifizieren Zuschauern machen, wenn man einfach diesen geringen Prozentsatz sozusagen einfach an Interaktion hätte in den Filmen? Damit verbunden mit diesem Test ist ja auch, wenn wir uns die Screen Time anschauen von den Frauen, also die Zeit, die die Frauen wirklich auch auf der Leinwand zu sehen sind, und das überschneidet sich hier ja auch ähnlich. Ja, das hat damit ja auch zu tun. Also auch hier schneiden die Prequels und New Hope sehr schlecht ab. Da haben Frauen irgendwie nur so um die 20% Screentime. Langsam geht es dann aufwärts mit Empire Strikes Back, Return of the Jedi, sind wir so bei 22-23% und ab The Force Awakens, ja, krabbelt es dann langsam hoch, 35% plus. Also es ist ja damit auch verbunden sozusagen, ne, mit diesem Test. Ja, und wenn wir uns das generell ansehen auf die Top-Filme, also die erfolgreichsten Filme finanziell gesehen, hat das Gina Davis Institut 2015 eine Studie rausgebracht. Daraus resultiert, dass
Männer im Jahr 2015, also als gerade die neue Episode 7 rauskam, Männer doppelt so viel Screentime wie Frauen hatten und sie haben auch doppelt so oft gesprochen wie Frauen. Was man gleichzeitig beobachtet, ist, dass sobald wir eine Drehbuchautorin haben oder Regisseurin haben, nicht überraschenderweise, die Screentime und auch die Sprechzeit der Frauen steigen. Das hatten wir in der neuen Trilogie nicht, aber trotzdem haben wir eben dadurch, dass Rady eine der Hauptfiguren ist, mehr Sprechzeit und mehr Screentime für sie. Es gibt auch das strukturelle Missverständnis in Hollywood, beziehungsweise ein gewisses Paradoxon, weil es besteht die bleibende Produktionsfrage in Hollywood, wie können wir einen Film für die jungen, männlich identifizierten Zuschauer attraktiv machen? Dabei werden Frauen als gewinnbringendes Zielpublikum wirklich größtenteils ignoriert. Dann wiederum weiß man einfach, wenn man sich die Zahlen ansieht, dass Filme mit Frauen mehr Gewinn generieren als Filme, in denen nur Männer mitspielen. Also da ist so eine perverse Situation eigentlich aktuell in Hollywood. Das sehen wir auch an der Marvel-Franchise sehr schön. Wie lange hat es da gedauert, grundgütiger, bis wir zum Beispiel mit Captain Marvel dann einen Film hatten, wo wir auch eine weibliche Superheldin hatten. Übrigens auch ohne Love Interest in diesem Kontext, auch sehr interessant. Und ja, und auch mit einer super Kampfuniform, also auch nicht wie Wonder Woman im Röckchen und in Schuhen mit Absatzen. Wie du gesagt hast, es ist wichtig zu erkennen, es ist ein strukturelles Problem. Und dass man in Hollywood schon erkennt, ja, Frauen oder beziehungsweise auch marginalisierte Gruppen an sich sind ja auch KundInnen. Also es ist ja auch ein Markt, den man sich nicht verschließen möchte. Gerade wenn wir uns auch so ein bisschen diesen Gegensatz anschauen. Und ich weiß, wir kommen jetzt hier auch ein bisschen auf andere große Themen auch. Also auch die Zusammensetzung der US-Gesellschaft. Ja, was bedeutet Repräsentation? Was spiegelt diese Filme? Und jetzt haben wir natürlich gerade auch die jüngere Generation in den USA, also Generation Z. Das ist so die erste Generation, die wirklich enorm vielfältig ist. Also da ist nur noch knapp über die Hälfte, identifiziert sich, verortet sich selbst als weiß. Die sind wirklich die most diverse generation. Von denen kennt ein gutes Drittel zum Beispiel auch eine Person persönlich, die genderneutrale Pronomen bevorzugt etc. Also wir haben hier auch nochmal diesen Generationenwechsel, denke ich, der sich ja auch langsam niederschlägt. Und das sehen wir ja auch an den ganzen Diskussionen um The Last Jedi etc. Und der uns einfach auf diese Frage zurückbringt natürlich auch, ja, warum ist es wichtig, Repräsentation? Ja, warum ist diese vielfältige Darstellung auch, was bedeutet das, warum wird die eingefordert auch in Filmen? Warum ist es wichtig für dich? Für mich ist es aus mehreren Gründen wichtig. Ich möchte deswegen auch nochmal weiter von Repräsentation sprechen. Ich weiß, wir fokussieren uns heute hier auf die Frauenfiguren in Star Wars, aber es gibt natürlich noch unglaublich viele andere spannende, wichtige Aspekte, Geschlecht, Hautfarbe, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Für mich ist es wichtig, weil... Drei kurze Gründe. Das erste ist, die Gesellschaft selbst ist ja auch kein monolithischer Block, sondern vielfältig. Ja, wir haben ja ansonsten einen Teil der Realität, der komplett ausgeblendet oder unvollständig wiedergegeben wird. Das ist schon mal das erste. Das zweite, was einfach enorm wichtig ist, das im Englischen zusammengefasst auf if you can see it, you can be it. Also was wir medial sehen und wahrnehmen, das formt natürlich unsere Vorstellung von der Welt, auch von uns selbst. Und gesehen zu werden ist so ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es natürlich auch enorm wichtig, sich medial reflektiert zu sehen. Ihr habt ja schon so oft auch im Podcast darüber gesprochen, wie seid ihr zu Star Wars gekommen? Welche Figuren haben euch bewegt? Und gerade, wenn ich dieses Gespräch bei Männern höre, ist es natürlich auch oft Luke Skywalker oder Boba Fett. Coole Figuren, Helden, denen man sich vielleicht wiedererkennt, die man halt toll findet. Und hier gibt's einfach eine enorme Auswahl an Figuren in Star Wars. Selbst die meisten Droiden sind männlich oder werden männlich gelesen. Das ist natürlich, das spielt auch eine Rolle. Also wer erkennt sich hier wieder? Wer sieht sich wieder? Und gleichzeitig im Umkehrschluss, die Darstellung im Film beeinflusst ja nicht nur, wie wir uns sehen, sondern auch, wie andere uns sehen. Oder ob sie uns überhaupt sehen, ob sie uns vollständig sehen. Und da gibt's ja ein eigenes Thema für sich, aber da gibt's zig Studien, die natürlich auch zeigen, wie so klischeehafte Darstellungen von bestimmten Gruppen, also das schwarze Gangmitglied, der ausländische Terrorist etc., auch die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst. Also es sind diese Spiegel, diese Fensterfunktionen, die wir haben natürlich in den Medien, die erlauben, dass man sich selbst erkennt und dass man andere Menschen einen Einblick natürlich auch in bestimmte Welten gibt. Und dann der letzte Grund, wir haben es gerade auch im Bereich mit Science-Fiction, Fantasy natürlich mit einem Genre zu tun,
wo es eigentlich sehr wenig Grenzen geben sollte. Also da finde ich, es ist es nicht zu viel verlangt, wenn irgendwie Frauen stellen 50% der Menschheit dar, dass man da nicht irgendwie nur eine Frau hat, die sich da durch die Galaxy kämpft und auf der dann dieser ganze Druck lastet und die ganze Erwartungshaltung natürlich auch von den ZuschauerInnen. Das ist ein grundsätzliches Problem in der Gesellschaft, ne? Ich meine, Frauen, ja. 50% der Gesellschaft, du sagst es, und dann, wenn du auf die Politik schaust, im Bundestag sind rund ein Drittel aller Abgeordneten Frauen und in den Vorständen der Unternehmen sitzen vielleicht maximal 10% und so. Lohnungleichheit und alles. Also das ist ein echtes Problem und ich finde auch, dass Fiktion da vorangehen kann. Aber ich wollte Nikolas noch hören dazu. Warum ist dir das wichtig, dass diese Repräsentation stattfindet? Ja, es ist schade, vor allem wenn es um die queere Community geht, die eigentlich in Star Wars nicht existent ist. Und ich lasse das eigentlich weg. Sie ist nicht existent. Mhm. Und da ich mich selbst so der queeren Gemeinschaft angehörig fühle, als schwuler Mann, natürlich spreche ich jetzt nur für mich und für meine Erfahrungen, ist es einfach traurig und frustrierend gleichzeitig. Weil vor allem in der neuen Trilogie gab es einen Moment von Queerbaiting, nenne ich es jetzt mal. J.J. Abrams hat noch vor dem Aufstieg Skywalkers gesagt, in the case of the LGBTQ community, it was important to me that people who go to see this movie feel that they are being represented in the film. Wovon spricht er? Wir haben in den letzten Szenen von Rise of Skywalker einen Kuss zwischen zwei Frauen, die keiner kennt. Wir kennen ihre Geschichte nicht, wir kennen ihre Namen nicht. Und wenn du blinkst, hast du eigentlich die Szene verpasst. Und es ist auch strategisch sicherer, den Kuss zwischen zwei Frauen zu inszenieren, weil die Sexualität von Frauen aus historischer Sicht weniger wahr bzw. ernst genommen wurde. Und es ist nicht so bedrohlich wie zum Beispiel ein Kuss zwischen zwei Männern auf der Leinwand. Und das ist keine Repräsentierung. Das ist einfach nur eine kurze Szene. Aber ich als queere Person habe da jetzt überhaupt keinen Bezug. Das ist ein bisschen gönnerisch von Star Wars. Und sie tun ein bisschen so, als müssten wir uns darüber freuen oder dankbar sein. Dabei, hier wird mit Hoffnungen und Wünschen von Personen gespielt, die, je nachdem in welchem Land sie leben, unterdrückt werden, um Menschenrechte kämpfen müssen und nicht selten um ihr Wohlergehen oder Leben bangen müssen. Da muss wirklich sehr viel noch passieren bei Disney. Die machen erst ihre ersten Babyschritte. Wenn man zu den Nachbarn schaut, bei Star Trek beispielsweise, in Star Trek Discovery, da gibt's gleichgeschlechtliche Paare, Paul und Hugh, der eine schwarz, der andere weiß. Beide Schauspieler sind auch im wirklichen Leben queer. Und es wird kein Hehl drum gemacht. Das ist einfach eine Beziehung, die vor der Kamera gespielt wird und sie ist authentisch. Ja, also wir haben nicht den großen Moment, ich bin schwul, ja, wir sind zwei Männer. Nein, wir sind schon längst drüber hinaus. Und ja, auch in der letzten Staffel von Star Trek wurde eine nicht-binäre Person eingeführt. Und das wird jetzt auch nicht groß thematisiert. Das fehlt mir noch bei Star Wars. Du meinst in der dritten Staffel von Discovery? Ian Alexander spielt da diesen Trans-Trill Grey. Und Blue DeBarrio spielt die nicht-binäre Adira. Genau. Also Adira ist ein Mensch, der oder die aber einen Trill-Symbionten in sich trägt. Und da gibt es diesen tollen Moment, als Adira mit den beiden Schwulen, Paul und Yu, die sind befreundet sehr eng, und die beiden reden über Adira immer, wenn sie über sie reden, als she oder her. Also die Singular weiblich, ne, Einzahl weiblich. Und irgendwann sagt Adira, ich möchte gerne they genannt werden, also Plural. Und ich glaube, Paul steht da und sagt ganz selbstverständlich, okay. Und von da an nennen die they, Plural. Selbstverständlich, genau. Diese Selbstverständlichkeit, ja, so mit der das da gemacht hat. Also ja. Star Trek ist ein guter Punkt, weil daran sieht man, dass Star Wars da noch viel zu tun hat und selbst Star Trek ist ja auch angreifbar, was vieles anging. Aber es war schon immer, kann man sagen, als Fan progressiver als Star Wars. 1966 Uhura, die erste schwarze Frau in leitender Rolle auf einer Brücke. Na, man kann auch über Uhuras tatsächliche Rolle streiten, aber zumindest ist sie Lieutenant und die leitende Kommunikationsoffizierin da auf der Brücke. 1987 Geordi LaForge, ein blinder schwarzer Chefingenieur. 1993 Benjamin Sisko, der erste schwarze Kommandant einer Raumstation.
1995 Catherine Janeway, die erste Frau als Captain in Star Trek, als Hauptcharakter. Und alles wirkte, wenn ich das so bewerten darf, aus der Rückschau jeweils vor seiner Zeit. Dann werden so ein bisschen die Fortschritte zögerlicher in Star Trek nach meinem Empfinden. Wir haben 2016 in Star Trek Beyond Hikaru Sulu von George Takei gespielt, der auch homosexuell ist. Der wird da ganz kurz mit seinem Mann gezeigt und seiner Tochter. Also ein schwules Paar mit einer Tochter. Nur ganz kurz sieht man das in Beyond. Und dann hast du es gesagt, 2017 in Discovery, Paul Stamets und Hugh Culber. Das erste offen schwule Paar auf der Discovery. Aber das ist 2017. Da gibt es in den USA die Ehe für alle schon. Das ist schon nicht mehr so progressiv, wie Star Trek am Anfang wirkte. Aber Discovery war für mich gefühlt dann schon wieder ein Meilenstein. Auch wenn es andere Serien gibt und andere Filme, wo Transgender-Figuren vorher auftauchten. Ich glaube 2018 unter anderem in Designated Survivor, diese Serie über den US-Präsidenten, dessen Schwägerin kommt dann irgendwann ins Weiße Haus und das war halt auch mal ein Mann und hat sich zu einer Frau operieren lassen und so. Also das ist jetzt nicht so, dass Star Trek der Leuchtturm ist, aber es ist zumindest weiter vor als Star Wars im Moment. Absolut. Ja. Dieser Vergleich auch Star Trek, Star Wars, ich glaube, Star Wars war als Franchise wirklich auch immer sehr nostalgisch, auch sehr in der Vergangenheit verhaftet. Da ging immer sehr oft der Blick zurück. Es ging um Dinge, die schon passiert sind. Ja, wo komme ich her und so weiter und so fort. Welche Entwicklungen haben stattgefunden, dass ich jetzt der bin, der ich bin oder die bin? Das, denke ich, das ist auch anders. Ja, also schon alleine A Galaxy A Long Time Ago. Dieses rückblickende Element habe ich oder fühle ich bei Star Wars viel mehr als bei Star Trek, ja, To Boldly Go. Da geht es nach vorne. Also da guckt man, was erwartet uns hier in der Zukunft. Und deswegen nochmal danke auch an Nikolas, der diesen wirklich wichtigen Punkt gemacht hat, dass wir, wenn wir von Repräsentation sprechen, klar, wir haben uns jetzt in erster Linie wirklich mit diesen teilweise auch sehr privilegierten weißen Frauenfiguren beschäftigt und dass wir natürlich dann andere Gruppen haben, die letztendlich so schnell rausgeschnitten werden können. Also wirklich im literal sense, ja. Das heißt, je nachdem, wo Disney den Film dann ja vermarktet, zack, werden diese Szenen einfach rausgeschnitten. Und das ist ja auch ein Grund, warum die einfach nicht Teil sozusagen der großen Story sind, sondern nur im Hintergrund. Und dann hatten wir ja auch diese Diskussion um, tut mir leid, auch die Figuren, die meiste Chemistry hatten, aus meiner Sicht, waren sehr oft Poe und Finn. Das hat so gut geklappt mit denen auf der Leinwand, dass sich da ein ganzer Fan-Diskurs entsponnen hat. Also auch gerade ja Fans, die in diesen offiziellen Erzählungen keinen Platz finden sehr oft, kreieren ja auch ihre eigenen Medien. Also sei es jetzt Fanfiction, sei es Fanart und setzen sich da mit dieser Thematik auch auseinander. Und da gab es natürlich mega viel Unterstützung, auch wie cool wäre es, wenn Poe und Finn vielleicht ja auch ein Paar wären. Und man hat ja gesehen, wie gerade in der letzten Episode dann mehrmals betont wurde, wie heterosexuell Poe Dameron ja aber eigentlich ist mit diesem Love Interest, was ne, aus der Vergangenheit, die dann ja auch noch auftaucht und so weiter und so fort. Einfach auch so ein bisschen diesem Diskurs fast schon entgegenzuwirken, hatte ich das Gefühl hier. Ja, und J.J. Abrams hat ja versucht, noch dieses Feuer ein bisschen unter Kontrolle zu halten, das queere Feuer, weil er darauf geantwortet hat, dass ja, diese Freundschaft zwischen den beiden, das ist eine viel tiefer gehende freundschaftliche Basis, was ein bisschen ein Schlag ins Gesicht ist, um ehrlich zu sein, weil das entwertet auch teilweise eben gleichgeschlechtliche Beziehungen, die auch romantische Aspekte haben können. Und in meiner queeren Erfahrung oder schwulen Erfahrung merke ich immer wieder, in welcher Trance ich noch verhaftet bin, wenn ich Filme schaue. Und wenn ich dann plötzlich sehe, dass hier eine Handlung eingeführt zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren, dann spitzen meine Ohren auf und ich habe Hoffnungen und ich habe Wünsche. Und da ist so eine Sehnsucht, dass ich meine Erfahrung aus dem Leben wiedergespiegelt sehe auf der Leinwand. Deswegen kannst du mir glauben, dass bei jeder Star Trek-Folge, wo es wirklich diese intimen romantischen Momente gab zwischen Paul und Hugh, dass mir die Tränen geflossen sind. Und das sind auch die Stellen, die Momente, wo ich denke, warum kriege ich das so wenig? Warum wird uns das nicht gegeben? Weil es ist ja selbstverständlich. Hier wird über Liebe gesprochen, über menschliche Erfahrung. Ganz genau. Es ist Teil unseres Lebens, unserer Erfahrung. Und es wäre auch mal so erfrischend neu und so eine erfrischende Ergänzung und Bereicherung einfach auch. Und ich denke, auch wenn wir uns jetzt noch mal kurz das Thema auch Maskulinität anschauen, ja, also ich denke, das ist ja auch
für Männer gut oder auch vielleicht für Männer, die sich sehr selbst als sehr klassische Männer, als sehr heterosexuelle Männer verstehen, auch einfach zu sehen, was für andere Figuren gibt es, ja? Also wie groß muss der Druck sein, auf meinem Mann sozusagen auch dauernd immer diese heldenhafte Rolle zu erfüllen, dauernd immer stark zu sein und so weiter und so fort, anstatt auch mal wirklich diese Variation auch von Maskulinität zu sehen, beziehungsweise auch einfach auch starke Frauen, die nicht immer beschützt werden müssen, ja? Also deswegen auch ein Lieblingszitat ist auch von mir aus The Force Awakens, wenn Finn und Rey weglaufen und Rey dann sagt, was? Hör mal auf, du willst dauernd meine Hand halten. So, I can run with that, ne? Also so in dem Sinne sagt sie dann, ich muss hier nicht an der Hand genommen werden. Also das denke ich auch, dass einfach hier, das sollte ganz klar selbstverständlich sein im Sinne von Repräsentation. Und wie gesagt, weil es natürlich auch eine Bereicherung für diese kulturellen Produkte an sich ist. Und da vielleicht noch zwei Sätze kurz, das fand ich auch so interessant an The Mandalorian. Klar, der ist dieser klassische männliche Westernheld, allein stoisch zieht er durch die Welt, ist ein guter Kämpfer und so weiter und so fort. Aber das ist keine klischeehafte Zeichnung oder so habe ich es empfunden. Und ihr habt das ja auch sehr intensiv besprochen hier im Podcast, sondern der löst sich ja auch sehr aus dieser traditionellen Rolle teilweise. Also er ist ein alleinerziehender Papa, der emotional sehr an sein Kind gebunden ist und irgendwie die Hälfte der Zeit gestresst ist. Er versucht in der Galaxie einen Kita-Platz für ihn zu finden. So kam mir das teilweise vorher. Und der ist halt auch oft auf Hilfe angewiesen. Und er nimmt sie an von Frauen, von anderen Figuren, ohne blöde Kommentare, ohne sarkastische Bemerkungen, ohne die gleich anzuflirten. Er lässt sich Sachen erklären und sagt dann, ah ja, thank you, tschüss. Das ist so ein bisschen dieser Eindruck der Figur. Und der hat auch keinen Machtanspruch. Gerade wenn wir uns das Ende der zweiten Staffel anschauen, wie oft geht es wirklich in den Sequels, gerade mit Rey und Kylo, immer um den Lightsaber. Wer kriegt ihn jetzt? Wer hat da die größte Macht? Den Jaren schmeißt am Ende der Staffel 2 Bo-Katan den Lightsaber vor die Füße fast und sagt, ja, gehört dir, will ich gar nicht. Das ist ja alles diese Bandbreite auch an Figuren, an Männlichkeit, an, wie Nikolas erwähnt hat, an Liebesbeziehungen, die einfach auch zum Leben dazugehören und die auch spannender sind als so klischeehafte Darstellungen. Eine halb ernst gemeinte Frage. Was denkt ihr über BB-8? Potenziell die große Queer-Ikone? Totally, why not? Also, gib mir etwas. Leider ja, nicht. Ja, aber das ist ja auch schon empfunden, leider nicht. Oh, Kevin. Nein, also es ist potenziell natürlich Kevin. Da. Aber es wird leider in Resistance zu deutlich ein roter, weiblich Herrer Roboter dagegen gehalten, der mir irgendwie deutlich sagt als Botschaft, Weibchen und BB-8 eher Männchen. Ist das dein Ernst? Ich habe Resistance nicht gesehen, aber das finde ich ja fast schon albern. Es ist ein bisschen albern, ja. Tut mir leid, wenn ich dir das... Es ist nur mein Empfinden, mein Sehempfinden aus meiner blöden Brille. Das machen wir ja hier die ganze Zeit. Ne? Wir reden ja aus unserem Erfahrungshorizont heraus, den wir versuchen zu erweitern. Wir geben uns Mühe. Nee, tut mir leid. Wo hast du denn die Anhaltspunkte für dich? In dem Nichtgesagten. Ich kenne keine Szene, wo er mit He angesprochen wird, sondern immer nur BB-8. Insofern würde ich ihm einfach gern die Freiheit geben, dass er auch selbst bestimmt, wo er auf dem Spektrum liegt. Ich würde es ihm wünschen. Ich meine, es ist ein Roboter, es ist eine Maschine. Warum muss er gleich in die eine oder andere Richtung gegendert werden? Es gibt keinen plausiblen Grund. Ganz genau. Punkt. Ja, schön. Guter Gedanke. Wenn wir über all das sprechen, wer macht Star Wars und wie sind queer Leute nicht in Star Wars repräsentiert und Frauen zu wenig repräsentiert, müssen wir gucken auf das ganze Umfeld, in dem Star Wars gemacht wird. Und dazu gehört auch die Fan-Community. Also Stichwort Disney und die toxischen Fans. Ich setze die Unterüberschrift Konflikt ohne Hoffnung. Fragezeichen. Ich meine, wie erlebt ihr die Star Wars-Fan-Community? Super wichtiges Thema und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass wir das hier aufgreifen, denn ich muss sagen, obwohl ich mich Star Wars sehr verbunden fühle, habe ich mich lange Zeit von den Fan-Communities doch etwas ferngehalten. Also ich bin in erster Linie, wenn ich online unterwegs bin, sehr gerne auch auf Twitter, auf TikTok und so weiter und so fort. Und hier habe ich es immer als sehr anstrengend empfunden. Diese toxischen Fans, aber auch wirklich sehr viel Rassismus, Sexismus, Homophobie, was ich da in den Kommentaren gelesen habe. Gerade wenn sich auch Star Wars Fans geäußert haben, die halt einer marginalisierten Gruppe angehört haben. Ja, also wenn junge schwarze Mädchen über The Mandalorian gesprochen haben und dann war ich dann da in der Kommentarfunktion, um zu schreiben, hey, awesome job oder very interesting und habe halt aber auch so viel Müll wirklich gelesen, dass mich das teilweise sehr abgeschreckt hat. Und das war ja auch ein Grund, warum ich dir damals geschrieben
geschrieben habe, einfach weil ich mich so gefreut habe über den Bucketheads Podcast, der ja wirklich auch eine Gelegenheit bietet, sich wirklich sehr nüchtern, sehr auch interessiert mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ohne dass es gleich abrutscht einfach in dieses Toxische sozusagen, auch in dieses Ausschließende. Ja, also das enorm Anstrengende ist ja auch sehr oft, um noch einen Begriff kurz einzuführen, bevor wir hier ins Detail gehen, das Gatekeeping der Community. Ja, also das Fernhalten von bestimmten Personen von Star Wars, denen man auch oft das Fan-Sein abspricht, nur weil sie vielleicht nicht, keine Ahnung, alle Videogames gespielt haben oder weil sie The Last Jedi lieben als Film oder weil sie vielleicht auch nicht den Unterschied kennen zwischen einem AT-AT und einem AT-ACT und so weiter und so fort. Das fand ich immer sehr irritierend, ehrlich gesagt, denn ich denke, wenn man Fan ist, möchte man ja eigentlich das mit so vielen wie möglich teilen. Also so geht's mir jedenfalls. Und deswegen war gerade diese Online-Fan-Community, muss ich sagen, für mich anfangs sehr abschreckend. Mhm. Nikolas? Ja, ich finde es interessant, wie sich das überhaupt entwickelt hat über die letzten Jahre, weil ich mich noch daran erinnere, wie ich Episode 1 im Kino gesehen habe, als ich 9 Jahre alt war, und ich habe den Trailer damals mit meinem 56K-Modem geladen. Das hat ungefähr 3 Stunden gedauert und ich war nicht involviert in irgendeine Fanbase-Online-Community und ich hatte auch nicht wirklich gewusst, dass ich etwas beitragen kann oder beisteuern kann oder dass ich auch Kritik üben kann oder darf. Also ich komme aus einer sehr künstlerischen Familie, musikalischen Familie, und ich habe auf dem Weg gelernt, dass wenn ich ein Werk schaffe, dass die Stimmen zählen, die mit mir in der Arena sind oder die wirklich eine Autorität haben, meine Produktion zu kritisieren und ihre Meinung zu äußern. Und was man heutzutage eher erlebt in den Online-Foren oder auf den sozialen Netzwerken, ist, dass wirklich jeder seine Meinung dazu sagt, ganz abgesehen davon, auf welche Weise er oder sie das macht, sondern dass da so eine Flut oder Welle von Meinungen entsteht, in der Hoffnung, dass sie eben auch etwas bewirken können oder dass die Studios zuhören und dadurch auch dieses kreative Produkt am Ende ändert. Was problematisch ist, finde ich, aber gleichzeitig auch faszinierend, wie wir überhaupt dazu gekommen sind durch die technologische Entwicklung. Ich empfinde das ähnlich. Ich würde noch weitergehen, es hat mich abgeschreckt. Ich hatte lange keine Lust, mich mit Star Wars zu befassen, weil diese Stimmen so laut waren, diese unangenehmen Stimmen so laut waren. Und es war dann auch ein Grund für mich, diesen Podcast zu machen, dem so ein bisschen was entgegenzusetzen. Deswegen danke auch, Sarah, für dein Lob. Das bedeutet mir viel. Ich sehe das mit sehr großer Sorge. Lass uns das mal vielleicht an einem Beispiel festmachen. Es gab rund um Episode 8 ja besonders viel gegen John Boyega, gegen Kelly Marie Tran. Lass uns das mal beschreiben. Was ist da passiert? Ich habe, wieder an der Faktenecke von Nico, ich habe eine Studie gefunden, eine akademische Arbeit von Morton Bay von der University of Southern California. Eine Studie zu den Twitter-Reaktionen, die an Rian Johnson direkt gerichtet waren. Er hat 967 Tweets analysiert. Und 206 waren davon eindeutig negatives Feedback. Und jetzt kommt das Interessante. Mehr als 50% dieser Twitter-Beiträge wurden entweder von Bots, also automatisierten Programmen, von Sock Puppets, also Accounts ohne Klarnamen, und teilweise von russischen Trolls oder von politischen Aktivisten generiert. Und diese politischen Aktivisten, die hatten rechtsextreme Ansichten und wollten dadurch ihre Agenda pushen. Was dann in Folge passiert ist, dass so eine virtuelle Mehrheit entsteht, also es entsteht der Eindruck einer virtuellen Mehrheit, und die Medien greifen diese Sachlage auf und bestärken damit die ursprüngliche Absicht von dieser kleinen Gruppe. Also Film wird dazu genutzt, um zum Beispiel gegen Kommunismus vorzugehen, gegen Feminismus, gegen irgendeine Genderqueer-Ideologie. Und das ist zerstörerisch für unsere Fangemeinschaft generell, für die Menschen, die eigentlich Star Wars gerne konsumieren. Das
Interessante an der Studie, die du erwähnst, finde ich natürlich auch, dass das eine Studie ist, die sich auf Reaktionen konzentriert, die sich auf Rian Johnson beziehen, also den weißen Regisseur von The Last Jedi. Und es gibt hier auch eine Studie, auch aus dem gleichen Jahr, auch 2018, von Professor Bethany Lacina. Die hat auch ein bisschen ein größeres Sample gehabt an Tweets zu Star Wars und zu The Last Jedi. Und die hat sich angeschaut, wie allgemein getweetet wird über Star Wars und dann aber auch im Vergleich wie zu Kelly Marie Tran, ja, also die Schauspielerin, die Rose verkörpert, getweetet wird. Und hier sieht sie halt auch diese drastischen Unterschiede nochmal. Und das sind auch nicht in erster Linie Bots hier, sondern die doppelte Anzahl an beleidigenden Tweets. Wir haben ja auch mit einer anderen Sprache zu tun. Also die ist weitaus abwertender als in Tweets, die sich einfach vielleicht nur generell über irgendwas aufregen oder beklagen. Und was auch in diesem Kontext sehr interessant ist, Lacina hat auch die Tweets untersucht, die an Fan-Podcasts gegangen sind. Und hier verglichen, wie wird mit männlichen Podcastern umgegangen und mit weiblichen Podcasterinnen. Beleidigt gleich vorweg wurden beide, aber der statistisch signifikante Unterschied findet sich darin, wer mehr Hate Speech erhält. Und Hate Speech, da haben wir es wirklich mit einem Problem zu tun, also so eine sprachliche Ausdrucksweise von Hass mit dem dezidierten Ziel der Herabsetzung und Verunglimpfung bestimmter Personengruppen. Das Interessante hier aber auch fand ich, dass diese Angriffe nicht nur aus dem rechten, konservativen Lager der USA kommen, sondern auch sehr oft aus dem linken politischen Spektrum, oder was heißt sehr oft, also es waren auch einige dabei, da den ZuhörerInnen der Podcast teilweise nicht divers oder progressiv genug war. Wichtige Punkte. Ich finde, was noch eine Rolle spielt dabei ist, auch wenn ich mir Äußerungen gegen Kathleen Kennedy ansehe, die Präsidentin von Lucasfilm, das ist ja immer so auf dieser Ebene, irgendwelche Videos oder sonst irgendwelche Beiträge, die sind so gemacht wie, jetzt spricht George Lucas über Kennedy oder Mark Hamill destroys Kennedy Star Wars oder gebt Star Wars endlich an Männer wie Jon Favreau oder Dave Filoni soll Präsident von allem werden. Also immer herabwürdigend über Kathleen Kennedy. Grundsätzlich finde ich erstmal, diese Frau hat es nicht verdient. Überhaupt nicht, dass man so mit ihr umgeht. Die ist seit Anfang der 80er führend im Filmgeschäft an der Seite von Steven Spielberg, später auch George Lucas. Dutzende Filme hat die mitproduziert. Sie hat den Laden organisiert, hat sich auch kreativ eingebracht. Das haben beide Macher immer wieder bestätigt. Bei Indiana Jones war die dabei, bei E.T., Zurück in die Zukunft, Jurassic Park, Schindlers Liste und jetzt halt auch Star Wars Filme, The Mandalorian und seit 2012 eben Präsidentin von Lucasfilm. Die Frau ist nicht umsonst da oben. George Lucas hat ja auch selbst den Rücken gestärkt, hat über sie gesagt, dass er ihr vertraut, dass sie das Geschäft gut kennt, nicht nur die finanzielle Seite, sondern halt auch die kreative. Und die ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Star Wars wieder so lebendig ist und dass Leute wie Dave Filoni und Jon Favreau Dinge wie The Mandalorian machen konnten oder dass es jetzt diesen Riesenhaufen neuer Serien und Filme geben wird, der uns angekündigt wurde, mit sehr vielen unterschiedlichen MacherInnen. Zum Beispiel der nächste Kinofilm Rogue Squadron wird von Patty Jenkins verantwortet, das wisst ihr alle. So, und wenn ich mir das angucke, dieses Kathleen Kennedy destroys Star Wars und dieses Zeug, dann habe ich halt die Sorge, dass da eine gehörige Portion Antifeminismus eine Rolle spielt in unserer Community und dass das halt auch bewusst eingesetzt wird. Also was ich damit meine, ist Antifeminismus, dieses Problem, was Wissenschaftler halt auch sehen im Hintergrund von schrecklichen Vorfällen, wo man das gar nicht vermutet. Zum Beispiel bei uns das Attentat von Hanau, das Attentat von Halle oder ähnlich in anderen Ländern, Christchurch, Toronto und so. Die Attentäter hatten es auf Menschen mit Migrationshintergrund abgesehen, klar. Aber Wissenschaftler sagen auch, dass ein wichtiges Motiv solcher Attentäter oft übersehen wird, nämlich Hass auf Frauen. Und das steht schwarz auf weiß in rechten Manifesten. Da sind Verschwörungstheorien drin, die in die Richtung gehen, dass es jüdische Finanzeliten gibt, die den Feminismus erfunden haben, damit weiße Frauen sich emanzipieren, dass sie arbeiten, tun, was sie wollen, nur eben keine Kinder mehr kriegen. Ja? Und das führe zu diesem sogenannten verweiblichten, verweichlichten Mainstream, diese obskuren Theorien, dass das die sogenannte weiße Rasse zerstören soll. So. Und der Feminismus sei schuld, dass deutsche Frauen weniger Kinder kriegen und wir von Migranten überschwemmt werden. Also dieser ganze Blödsinn. Und bei manchen Attentätern wie von Halle, Hanau, Christchurch oder Toronto kommen noch dazu, dass sie sich von Frauen abgelehnt fühlten. Manche von denen haben vielleicht keine Frau abbekommen und daraus füttert sich dann auch so ein Hass gegen Frauen.
Und Rechtsextreme gehen dann so weit, dass sie an einzelnen Frauen auch ein Exempel statuieren wollen. Das zeigt sich dann auch in diesen Drohbriefen, Stichwort NSU 2.0. Das ging hauptsächlich an Politikerinnen, Darstellerinnen, Komikerinnen, Aktivistinnen, Anwältinnen, Wissenschaftlerinnen. Die wurden hier mit dem Tod bedroht. Die sind auf Todeslisten drauf. Und jetzt könnte man sagen, das sind ein paar rechte Spinner. Aber die Wissenschaft sagt auch, Grundlagen für diesen Antifeminismus und Frauenhass findet man breit in der Bevölkerung, in allen Bildungsschichten. Da gibt es Studien für das Bundesfamilienministerium und Arbeiten von Politikwissenschaftlerinnen wie Judith Götz. Demnach sind mehr als 5% der Bevölkerung der Ansicht, dass Gleichstellungspolitik im Grunde nur Frauen fördere und Männer diskriminiere. Und unsere Lieblingspartei, die AfD, spricht von einer verfassungsfeindlichen Gender-Ideologie, die die klassische Familie abschaffen wolle. Das sind also Dinge, die tief in die Bevölkerung hineinreichen zum Teil. Und diesen ganzen Blödsinn erkenne ich auch wieder, wenn ich so Zeugs sehe, wie Kathleen Kennedy zerstöre mit ihrer sogenannten feministischen Agenda Star Wars oder Autorin XY hasse weiße Männer. Das sind Fragen, die kriege ich von Zuhörerinnen als Reaktion auf meine Folge über The Light of the Jedi, wo wir den Anfang gemacht haben zu The High Republic. Da gab es Feedback, das war, aber The High Republic ist doch von Frauen gemacht, die weiße Männer hassen. Das kommt an. Also das war auch eine authentische Person, ja, die das geschrieben hat. Also es wirkt, es ist nicht irgendein Quatsch, der in rechten, extremen Kreisen passiert, sondern das kommt an. Ich sage nicht damit, dass jeder, der den Kurs von Lucasfilm unter Kathleen Kennedy kritisiert, ein Rechtsextremer ist oder ein Frauenfeind oder so. Ich finde, man kann natürlich alles, was da produziert wird in der Zeit, kann man kritisieren aus einem gewissen Standpunkt heraus. Das ist okay. Aber ich finde, man muss dafür sensibilisiert sein, was hinter so Attacken gegen Kennedy auch stecken kann und andere Frauen rund um Star Wars auch stecken kann und was das bewirken kann. Und da ist Antifeminismus ein Deckmantel für rechte Ideologien unter Umständen. Und nach dem Motto, seht her, was die Frauen hier machen, das geht einfach zu weit. Und das diskriminiert uns Männer. Und das ist ein Punkt, der macht mir große Sorgen. Und da möchte ich einfach dagegen halten. Das kann man so nicht stehen lassen. Ich unterschreibe das komplett. Ich sehe das ja auch im Kontext meiner Arbeit und auch mit den Entwicklungen in den USA, dass dieser Antifeminismus, diese antifeministische Rhetorik ist einfach oft der Weg zu gewalttätigem White Nationalism. Und manchmal ist der Weg bis dahin etwas länger, manchmal kürzer. Wie du gesagt hast, es geht nicht darum, Star Wars-Kritiker hier alle unter einen Generalverdacht oder so zu stellen, aber es geht darum, gewisse gesellschaftliche Entwicklungen einfach ernst zu nehmen. Und gerade wenn wir uns die Entwicklung auch in den USA angucken, wir hatten auch das Shooting in El Paso, wir hatten jetzt im März gerade erst das Shooting in Atlanta, Georgia, wo 6 als asiatisch Asian Americans, 6 Frauen erschossen worden sind, genau auch von einem Mann aus dieser Szene, also aus dieser wirklich toxischen White Nationalist Szene anscheinend. Und das sind einfach Entwicklungen, die wir besprechen müssen, wo wir auch gegenhalten müssen. Und wir müssen uns auch einfach diesen Kontext ansehen, in dem diese Sachen passieren. Also Hass und Hetze finden ja auch nicht in einem Vakuum statt. Und wie gesagt, mein Fachgebiet sind die USA. Und hier sehen wir auch in den letzten Jahren wirklich diese verstärkte Polarisierung, also tiefe gesellschaftliche Grabenkämpfe, die zum Teil auch ihren Höhepunkt in der Präsidentschaft von Donald Trump gefunden haben. Und es geht mir gar nicht um ihn als Person jetzt an sich. Er ist hier eher Symptom als Ursache, was diese erhitzte Lage in den USA betrifft. Aber gerade die Republikanische Partei zum Beispiel arbeitet sich momentan ganz stark an einem Kulturkampf ab, der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Also was macht Feminismus mit unseren Familien und so weiter und so fort. Diese vermeintliche Bedrohung des American Way of Life. Also es geht da bei der Partei zum Beispiel auch gerade weniger um konkrete Policy-Inhalte, Entwürfe vielleicht für die Gesundheitspolitik oder zur Infrastruktur oder so, als darum, warum wurde Gina Carano denn jetzt gecancelt? In Anführungszeichen, Und hier wurde einfach auch so eine bestimmte Art des Diskurses nochmal entfesselt. Da wurde nochmal wirklich Öl ins Feuer gegossen, einfach auch durch Donald Trump und ähnliche PolitikerInnen. Und dass wir es jetzt mittlerweile mit wirklich auch einer Erstarkung des Rechtsextremen, des rechten Lagers in den USA zu tun haben. Beispielhaft dazu nur die Erstürmung des Kapitols Anfang Januar. Und natürlich, es gab auch vorher schon toxische Online-Fans etc., aber ich denke, das muss man alles in diesem Zusammenhang sehen. Also, dass man Star Wars nicht als abgetrenntes,
Filmprodukt nimmt und sieht, ja, das irgendwie nichts zu tun hat mit der, in Anführungsstrichen, jetzt Realität der realen Welt, sondern klar, die Sequels fallen ja auch genau in diese Zeitspanne. 2015 bis 2019, The Last Jedi fällt ins Ende des ersten Amtsjahres von Trump und das war alles auch so ein bisschen wie dieser perfekte Sturm, ja, eine polarisierte politische Lage. Dieser Film, der von etablierten Narrativen und auch Charakteren, die uns gezeigt werden, abweicht, dass dann auch so, ja, diese Gemengelage entstehen könnte. Nikolas, noch Gedanken dazu? Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich nach Kathleen Kennedy geschaut habe auf YouTube oder als ich sie gegoogelt habe, kam wenig sachliche Information als erstes in den Ergebnissen. Ja. Es waren mehr Kommentarvideos und das waren dann immer Meinungen zu dieser Person. Ich musste wirklich ein bisschen länger graben, um herauszufinden, was ist denn eigentlich der Werdegang von Kathleen Kennedy? Woher kommt sie? In welchem Kontext musste sie sich hocharbeiten? Und wie du schon eben eingangs erklärt hast, sie ist zuständig für so viele Produktionen, für so viele Filme, die wirklich bedeutsam waren in der Popkultur des ja, US-amerikanischen Kinos, aber auch weltweit. Und der Moment, als sie zur Präsidentin von Lucasfilm geworden ist, das war eigentlich ein Trick von George Lucas, wenn wir nochmal zurückgehen. George Lucas war 2012 im Gespräch mit Bob Iger darüber, dass er Lucasfilm verkaufen möchte. Und Kathleen Kennedy war noch nicht im Klaren darüber, dass sie die Präsidentin wird, dass sie das übernehmen wird. Es war eher seine Absicht, sie einzusetzen als seine Nachfolgerin, vertraute Nachfolgerin. Aber er wollte auch gleichzeitig die kreative Kontrolle ein bisschen ausüben über sein Werk, über seinen Nachlass. Und das allein finde ich schon sehr interessant, dass sie eigentlich erstmal so ein Repräsentant für ihn sein sollte. Das hat dann alles natürlich letzten Endes nicht geklappt. Und sie wurde dann mit Bob Iger und mit dem ganzen Disney-System zu den Entscheidungsträgern. Und sie hat ja auch als Frau eine schwierige Aufgabe, weil sie umgeben ist von Männern in Machtpositionen und sie muss auch in diesem System irgendwie zurechtkommen und sich durchboxen. Und wenn jetzt die Forderung besteht, feuert diese Frau, feuert Kathleen Kennedy, warum hat man damals in der Prequel-Ära, wo so viele wirklich sauer waren auf George Lucas, was er gemacht hat mit den ersten drei Episoden, da kam niemand auf die Idee zu sagen, feuert George Lucas für das, was er getan hat. In meinen Augen ist es so, wenn eine Frau, eine Chefin ist, eine Geschäftsführerin, eine Leiterin ist, wird sie nochmal viel kritischer bewertet. Ihre Fehler werden stärker bestraft gesellschaftlich. Wahrscheinlich ist es so ein Kurzschluss. Sie hat etwas nicht richtig gemacht, in Anführungszeichen, oder sie hat unsere Bedürfnisse nicht befriedigt als Frau. Sie muss weg. Lass den Mann ran. Lass Kevin Feige ran. Das ist ja immer so ein Gerücht. Mhm. Oder John Favreau soll diese Rolle übernehmen. Oder Dave Filoni. Das sind Schüler von George Lucas. Die verstehen, wie Star Wars funktioniert. Aber ich sehe da keine weiblichen Alternativen. Das ist symptomatisch. Absolut. Und es zeigt auch gleichzeitig dann oft, das ist so interessant in der Debatte, auch so ein Unwissen, was dann auch wirklich Kathleen Kennedys Job ist. Also gerade wenn es dann immer heißt, ja, Dave Filoni sollte doch ihren Job machen, denke ich mir, Dave Filoni, ihr könnt alle so glücklich sein, dass der als Content Creator gerade da ist, wo er ist und dass er nicht als Executive sozusagen diese ganzen auch abstrakten, globalen Business-Entscheidungen etc. treffen muss, wo er weitaus weniger Raum hat, sich kreativ auszutoben. Da bin ich auch immer so irritiert von, wenn dann diese Rufe kommen, ja, Dave Filoni sollte ihren Job machen. Da denke ich so, ich bin froh, dass Dave Filoni da ist, wo er ist, da soll er bleiben. Ja, und vor allem sie hat die Kompetenzen, sie hat die Qualifikationen, sie hat Amblin Entertainment gegründet mit ihrem Mann. Wer, wenn nicht sie? Lass uns gucken zum Schluss, wie kann das alles besser werden? Ein bisschen Hoffnung geben hinten raus. Ungewohnt viel über schwierige, ja, negative Dinge gesprochen in diesem Podcast, aber das gehört halt zu Star Wars dazu seit vielen Jahren. Wie kann das alles besser werden? Ich weiß, dass Disney-Executives diesen Podcast zuhören, deswegen habe ich einen Vorschlag. Ich wünsche mir eine Lea-Serie oder eine Filmreihe mit Millie Bobby Brown. Wir haben, glaube ich, schon oft gesagt, dass Lea eine wichtige Figur war in Star Wars. Aber wieso nicht sie als Hauptheldin, wie wir auch erfahren, wie sie zur Jedi-Meisterin wurde? Wo ist diese Geschichte? Warum wird diese Geschichte nicht erzählt? Also, das ist jetzt natürlich nur ein Kopfkino von mir. Was ich gerne nicht sehen möchte, ist, dass irgendwelche typischen, archetypischen Männergeschichten
oder Rollen durch eine Frau ersetzt werden. Stattdessen kreiert vielleicht neue Charaktere oder arbeitet mit dem Bestehenden von mir aus im Star Wars Universum. Wobei ich glaube, dass sie sich ein bisschen im Kreis langsam drehen. Und achtet einfach ein bisschen darauf, welche Funktion sie haben, was wir über sie erfahren. Wie sieht das Umfeld aus? Gibt es Freundinnen? Gibt es Unterstützerinnen? Gibt es vielleicht auch eine böse Wichtin, die interessant ist? Von der ganzen Sequel-Reihe war Kylo Ren eigentlich meine Lieblingsfigur, weil er diesen Krux hatte. Er hat diese charakterliche Tiefe, dieses hingezogen werden zum Licht, aber doch wieder verfallen zur bösen Seite, dunklen Seite. Ich würde das auch gern in einer weiblichen Figur sehen. Dass die auch mal was Böses macht, dass die auch mal Menschen niederstreckt, dass die wirklich in eine Krise kommt und sich dann wieder daraus rettet mit Unterstützung von anderen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht verfällt sie der dunklen Seite der Macht und dann wird sie zur besten Bösewichtin der Star Wars Geschichte. Also ein bisschen mehr interessante Drehbücher und Charakterentwicklungen. Brauchen wir dazu hinter den Kulissen auch mehr MacherInnen? Ja, also, ja, auf jeden Fall. Die einzige Drehbuchautorin, die wir bei Star Wars hatten, war Lee Brackett für Das Imperium schlägt zurück. Sie hat die Erstfassung geschrieben, von der auch noch viele Elemente rübergegangen sind in die nächste Fassung. Die ist dann leider an Krebs verstorben. Ansonsten haben wir keine, ich sag mal, weiblich dominierenden Narrativen in Star Wars. Und ich denke, es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung, einfach nur um mehr Zutaten zu bekommen für die Star Wars-Suppe. Schön gesagt. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich bin ja schon mal sehr froh, wirklich der Anfang ist gemacht, dass innerhalb des Fandoms einfach auch diese Diskussion läuft, dass darüber gesprochen wird, dass wir jetzt darüber gesprochen haben. Und dazu muss man natürlich auch sagen, wir haben natürlich auch nur einen Bruchteil dieser Debatten darstellen können oder auch dieser Problematiken. Ja, wenn wir uns natürlich auch dann die Figuren angucken, die Schauspieler wie Kelly Marie Tran, also auch diese Asian American Experience oder auch John Boyega und dessen Rolle, wie auch mit ihm umgegangen wurde im Film, da ist noch so viel, was wir aufarbeiten können. Aber vielleicht zum Schluss, wie kann das besser werden? Robert Daniels hat mal ein schönes Zitat gesagt, und zwar, dass die größte Stärke von Star Wars ist die Idee von Einheit, also wie unterschiedliche Menschen und Wesen zusammenkommen, trotz ihrer Unterschiede für eine gemeinsame Sache. Aber die größte Schwäche von Star Wars ist, dass über diese unterschiedlichen Identitäten auch oft hinweggesehen wird im Namen der Einheit. Und ich würde mir daher wünschen, dass wir uns weiter mit diesen Identitäten, diesen Figuren beschäftigen. Also unser Gespräch war hier der Auftakt ja auch vielleicht für viele weitere Diskussionen. Vielleicht auch mal mit schwarzen AktivistInnen, die berichten, wie sie Finn und Janna und die anderen Charaktere wahrnehmen, ja, wie sie Star Wars erleben, dass wir mehr darüber sprechen, wie, was ja auch schon Niklas gesagt hat, diese romantischen Beziehungen auch in Star Wars dargestellt werden, was hier fehlt oder auch Themen wie Behinderung zum Beispiel. Warum ärgert es manche BeobachterInnen, wenn Yoda in den Prequels am Stock geht und dann im Kampf auf einmal wie eine Flipperkugel rumspringt? Und ich weiß, das ist die Jedi-Akrobatik und so weiter und so fort. Aber trotzdem, auch hier kann man anknüpfen. Ich denke, es kann besser werden, wenn wir diese Diskussion weiterführen. Und zwar mit Menschen auch, die es betrifft, die vielleicht auch nicht das Gefühl haben, dass sie zum Fandom, zu dieser Fanszene dazugehören, dass wir denen zeigen, nein, ihr gehört definitiv dazu. Und wir möchten, dass ihr eure Perspektive auch teilt. Und das letzte Zitat nochmal von dem Regisseur Andrei Tarkovsky, was ich immer sehr schön finde. Er soll gesagt haben, also ein Buch gelesen von 1000 Menschen ist eigentlich 1000 Bücher. Und so sehe ich Star Wars auch. Also es sind tausende von Filmen, ja, die unterschiedliche Bedeutung haben für enorm viele Menschen. Und ich finde es spannend, wenn wir darüber sprechen und vor allem, wenn wir darüber sprechen mit Neugier und Empathie. Oh ja. Und lasst uns Hassbotschaften widersprechen und Menschen, die Ziel davon sind, auch gut zusprechen und unterstützen. Es gibt da ein schönes Bild von dem Künstler Roberto Venegas. Das ist ein New Yorker Künstler, der viel zeichnet zu Star Wars. Der hat ein ganz tolles Bild gemacht. Das hängt hier rechts neben mir. We are the Spark. Da sind 100 Frauen aus Star Wars drauf. Ganz tolles Bild. Und der hat auch ein Bild gemacht zu George Lucas und Kathleen Kennedy. Das heißt Thank the Maker. Und da sitzen Kennedy und Lucas im Millennium Falcon um Tisch und um sie herum sind alle Figuren aufgereiht, die so erschaffen haben. Sehr schönes Bild. Auch grundsätzlich mehr loben, mehr über Dinge sprechen, die Spaß machen und nicht die negativen Dinge. Und auch gerade mit Blick auf die Sequels respektieren,
Natürlich, dass man andere Erwartungen hatte, gerade wenn man sehr in einem erweiterten Universum unterwegs war und wusste, was passiert mit Luke und Leia und ihren Kindern. Und das wurde dann alles nicht eingelöst. Aber gerne respektieren, dass da MacherInnen sind von Star Wars mit eigenen Perspektiven. Und wenn mir persönlich ein Film nicht gefällt, ist das jetzt kein Grund, da ständig abzuhaten. Und zu der Frage, wie erreiche ich mehr Vielfalt auf dem Bildschirm? Ja, mehr MacherInnen zulassen, mehr weibliche Autoren, Regisseure, mehr Queer, mehr Vielfalt. Das heißt aber nicht, dass Männer nicht auch in der Lage sind, andere Positionen einzunehmen. Wir haben ja hier Ahsoka Tano gelobt und die stammt ja maßgeblich aus der Feder von Dave Filoni. Also mein Eindruck ist, dass viele von uns, ich sage jetzt viele von uns, Männer, mich eingeschlossen, ab und zu einen Stups brauchen, einen Augenöffner durch andere Perspektiven. Und das habt ihr für mich auf jeden Fall gemacht, ihr beiden, Nicolas und Sarah. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich fand es auch toll und schön, dass auch diesem Gespräch der Raum gegeben wurde. Ja, es hat Spaß gemacht. Und vor allem möchte ich hervorheben, dass es schön ist, dass wir diese Möglichkeit hatten, wirklich kritisch auch darüber zu sprechen, weil es in einem respektvollen Rahmen besprochen wurde, finde ich. Und das ist auch hervorzuheben. Also vielen Dank dafür. Und danke an die Zuhörenden da draußen, dass ihr bei uns geblieben seid. Es war eine andere Bucketheads-Folge, als ihr es gewohnt seid. Erzählt uns, wie ihr es empfunden habt. Erzählt uns eure Perspektiven. Wir wissen, dass wir vieles nur angerissen haben und dass es auch noch andere Frauenfiguren in Star Wars gibt, über die man hätte sprechen können. Und deswegen, was sind eure Perspektiven auf das Thema Frauen in Star Wars, Repräsentanz in Star Wars von Vielfalt? Würde mich freuen, das zu lesen in den Kommentaren auf YouTube, auf Twitter, direkt unter den Podcast, wo ihr wollt. Danke fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.